Ja, guten Abend, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren For the King 2 Abend. Zusammen mit dem Sunny. Die anderen beiden Dullis, die kommen gleich noch. Die Betonung liegt auf gleich. Also noch ist keiner von den beiden on, aber sie haben gesagt, sie kommen. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir hatten eine der Geiseln fertig gemacht. Freya hieß sie. Sie hat unsere Leben zur Hölle gemacht. Wir suchen immer noch den geheimnisvollen Charakter. Und ja, das war es, was infomäßig so ist. Und wir haben einen Wagen letztes Mal bekommen, das Landboot. Gut. Hast du mir schon die Maus gegeben? Ja, eigentlich? Aber ich bin dran. Okay. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Bis die anderen beiden Dullis da sind, übernehme ich den Nakaya und Sunny übernimmt den Kai. Genau. So, ich setze mich dann mal auf Erkundung. Ja. Ich wollte, glaube ich, noch mal kurz den Wagen verlassen. Nee, ich komme, glaube ich, im Nachtmarkt nicht. Genau, nee, eben beim Nachtmarkt waren wir alle letztes Mal noch, deswegen ist unser Geld auch so klein. Lass erstmal hier unten erkunden. Ja. Der dunkle Jahrmarkt, du hast doch sogar ein Jahrmarkt-Ticket, oder nicht? Ja, habe ich. Ich habe nur keine Dingens. Kannst du es ja an Kai weitergeben. Vom Prinzip her spielst du ihn aber ja. Aber wir haben keine Kohle für ihn. Das Jahrmarkt-Ticket, das braucht keine Kohle. Stimmt. Du brauchst nur das Ticket. Dann kannst du einmal was da spielen. Warte, gib das Ticket doch an Kai. Oh, fuck. Ja, hast recht. Hätte ich machen können. Wir laufen einfach drumherum ein bisschen. Kannst ja links das schon mal erkunden. Ich glaube, das ist eh nicht viel. Vermessen. Was hast du gefunden? Wir haben ja unseren Spähmeister. Aus. Heiligtum des Ruhestands. Ruhestand. Würde ich Kai tatsächlich gönnen. Hat Kai nicht schon eins? Kai hat doch schon eins. Obwohl. 20% Goldmultiplikator ist eigentlich egal, wer das hat. Ja. Oh, sorry. Ich hol jetzt mal. Mach das. Ist es sehr ruhig. So, haben wir das einfach. Ach nee, das ist ja. Es wurde ja kaputt gemacht. Ah. Stimmt, da war ja was. Na gut, da kannst du zum Jahrmarkt. Zur Not weitergeben, einfach das Ticket. Wie gesagt. Ach komm schon! Ich will das eigentlich selber haben. Der erste ist da, wer ist da? Nabend. Nabend. Da ist der erste. Ich warte darauf, dass ich dir die Maus schenke. Ein bewachter Schatz. Ich habe irgendwie keinen Ton. Kannst du mal kurz in den Parsec-Einstellungen gucken? Hast du das Problem auch, Kai? Nee, ich habe Ton da. Hä? Dann nichts an dir. Dann muss ich einmal kurz. Darf ich einmal kurz? Ich brauche einmal kurz die Maus. Perfekt. Du hast wahrscheinlich Parsec bei dir stumm geschaltet. Möglich. Nee, Parsec hat sich aus irgendeinem Grund gar nicht in den. Findet sich aus irgendeinem Grund gar nicht in den Lautstärke-Einstellungen. Kick mich mal kurz raus, bitte. Bob. Du bist gerade schon in dem Bildschirm. Gib mir einen kleinen Moment. Du kannst ja schon mal deinen Stuff machen. Task Manager hat das nicht im Grund offen. Parsec. Dann gib mir mal den Lautstärke-Mixer. Immer noch ein nicht. Großbogen, da wird er sich freuen. Wenn ich jetzt connecte. Ja. Und ein Druidenbogen. Der ist für Kai. Nee, immer noch nicht. Hä? Guck mal kurz die Parsec-Einstellungen. So, jetzt kannst du den Jahrmarkt endlich besuchen und dein Ticket ausgeben. Ja. So, Spiegellabyrinth. Neue Begleiter von einem Gegenstand. Säurebad ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, dass du irgendwas verlierst. Spiegellabyrinth klingt am besten, würde ja. Ich jetzt sagen. Ich kann leider keinen Fokus dafür ausgeben. Warte, habe ich einen? Ich glaube, bei dem Yama kannst du es, glaube ich, generell nicht ausgeben. Aber ich würde es zumindest tryen wollen. Komm, kann ich hier nochmal? Ich kann hier nicht mehr raus. Nee. Shit. Good luck, have fun. Es wird auch so nicht funktionieren.
Komm, 14%, du schaffst das. Yes! Gigacha! Möchtest du das? Möchtest du, dass Sunny böse deiner Gruppe beitritt? Ich wusste es! Ich wusste, dass du böse bist! Ich hab's die ganze Zeit gewusst und Kai auch. Kreatur verruht, ein neuer Freund ist deiner Gruppe beigetreten. Hast jetzt so gesehen Doppelgänger bekommen? Böses Ich! Böses Ich! Böses Ich! Das ist ein wahres Ich, Kai, ne? Ich liebe es. Kai? Wettrennen. Toll. Das ist kaputt. Das hat Freya doch kaputt gemacht. Erstmal Charakter suchen, ne? Kai, ich höre dich gerade nicht. Hörst du ihn, Shining? Nein. Hatte mich gemutet wegen Husten. Ah, okay. Ich habe mich an meinem Headset stumm geschaltet und hab's vergessen. Oh Gott. So, wir haben nur Gewinnchancen. Let's go! Ist die Menschenrüstung? Das klingt nach einer Kai-Rüstung. Ja. Widerstand. Boah. Müssten das Teil mal dringend reparieren. Ach, danke. Danke, Dark. Du hast Sunny gerade ein Abo gespendet. Das ist sehr nett. Danke. Sunny? Ich weiß nicht, wie gut die für mich ist. Kann sein, dass sie für mich ganz geil ist. Müssten wir dann gleich schauen. Aber warte, ich arbeite doch mit Talenten und. Nee. Wir hätten dir eventuell vorher die schwarze Katze noch übergeben sollen. Das ist richtig, aber es hat ja funktioniert. Hat irgendwer von uns ein Zeug, womit man das Ding repariert? Weil sonst sieht es schwarz aus. Nee, ich glaube nicht, dass ich so ein Schiffsreparaturteil mit hab. Nebenbei, das war Kai. Die Ureiche. Bin schon seit Ewigkeiten hier. Stimmt, der hat gut. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber es tut trotzdem weh. Von da kann ich ausrichten. Danke, bitte, mein Sunnyschein. Ich habe einen fetten Fluch, aber ansonsten nichts Nützliches. Alle Mann, verlass das Schiff, es geht gleich kaputt. Ein Captain verlässt nicht sein Schiff. Aber das müssen wir gleich. Schiffbruch erlitten, deine Gruppe hat Schiffbruch erlitten. Haben einen Erfolg bekommen. Ich glaube, es ist hin. Ich glaube, wir stecken gerade alle an dem Ort da. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe doppelt! Verreck doch leider. Das ist eher was für Sunny. Ja. Ich kann es zur Not auch machen. Obwohl nicht ganz. Du hast genug Leben, das kannst du, glaube ich, eingehen. Okay, schade. Auch dafür. Dafür kommt man doch gerne hin. Jetzt haben wir zwei Begleiter, die ständig im Kampf rumfuchteln. Ich hoffe, dass deiner wenigstens praktisch ist. Eigentlich müsste es ja, weil der wahrscheinlich... Guck mal. Der hat doch auch hier den Feuerstab. Der müsste eigentlich ordentlich Damage drücken können. Bekommt er dieselben Waffen wie ich? Basically? Wenn ich jetzt eine andere Waffe auswähle, bekommt er auch die andere? Das rufe ich gleich mal aus. Oder er hat die Waffe, die ich hatte in dem Moment, wo ich... So, ein Teil hier ist schon mal erkundet. Vermessen? Er hat einen Dungeon entdeckt. Irgendwie ist hier unten in der Ecke gerade überhaupt kein Gegner.
Guck, jetzt kannst du testen, was dein Kamerad kann. Ach, im Übrigen, du hast keine Chance für die doppelte Bedrohung. Für die Zuschauer, es gab ein gewaltiges Update. Oh. Yeet. Also, der Kamerad ist der nützlichste, den ich bisher gesehen habe. Sie haben neue Waffen hinzugefügt, neue Rüstungen. Sie haben hier das Kampfinterface ein bisschen geupdatet. Ja, was actually ziemlich besser aussieht. Ich weiß nicht, ob du oder Akaya sich durchgelesen habt, Kai. Oh, yeah. Überflogen. Die haben die Kanone übrigens gedebufft. Die hat jetzt nicht mehr ein Roll, sondern drei. Hey, ich krieg wieder Fuß. Gib uns mal was ab. Geh mir die Tieren. Vom Prinzip her sollten wir auf jeden Fall auf ein neues Boot zusammensparen. Ich habe das Gefühl, das Gebiet ist größer wie das, was wir vorher waren. Aha, die entgeht von nichts. Wie? Gegner erlauben es dir, deine Fähigkeiten zu erproben, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Windwaffen. Minus ein Chaos. Das ist nice. Immer mit. Das nimmt man immer mit. Sehr gut, wenn du hier so in der Gegend das dir holst zum Erkunden und ich mach hier in die Ecke. Okay. Jui. Lucky, der verrückte Leprechaun. Wer kann so eine richtig schöne, kratzig, nervige Stimme? Der nicht da ist. Ein schönen guten Morgen! True. Ein schönen guten Morgen! Mein Name mag dich täuschen, denn eigentlich bin ich das glückloseste Wesen, dem du je begegnen wirst. Und ich bin hier, um mein Unglück über ganz Verhul auszuschütten. Meint ihr, war ein guter Leprechaun? Ja. Ach, warum? Na. Ich will nicht, aber ich muss. Ich bin Healer, ich bin nicht für den Kampf bestimmt. Au! Autsch! Wenn du wenigstens mal anständig treffen würdest, ne? Was kann ich denn dafür? Das war's. Aua. Ich sag doch, ich wollte nicht kämpfen. Ich weiß auch warum. Ich bin ein Heiler, ich sollte nicht alleine dastehen. Wo ist dein Grab? Da ist dein Grab. Ja, und ich geh zum Grab. Ja, der Penner steht direkt daneben. Und er lacht noch über die Leiche. Kai, mach den Fiesling weg. Der hat mich gemobbt. Wir schaffen den zu fünft. Also wenn das zu fünft nicht klappt. Also der macht auf jeden Fall ordentlich Damage, ist das Problem. Jetzt hau mich die Gänse wieder kaputt. Oh! Der kommt gebracht! Mein Falke! Camp hier! Nope. Ich hätte gerne auch dafür so viel Fokus. Dafür muss der Typ leiden. Dafür muss der Typ leiden. Krepier! Tschüss. Jeet. Moorrüstung. Die EP-Regeneration ist schon nett, aber ich glaube, ihr hattet irgendwo. Ich habe nur eine gepolsterte Jacke. Ich nehme mal. Ja, mach das. Mach das. Das ist praktisch für dich. Wollt ihr den nicht eigentlich für ein Boot zusammengelegt haben? Ich hätte gerne die Feuerseite gehabt. Ach verdammt, du bist zu weit weg. Das hätte ich auch gleich sagen können. Muss neben dir stehen dafür. Da ist eine besetzte Stadt. Und die werden wir wahrscheinlich auch noch mal befreien müssen.
Mein Gott, Finger weg von der Maus, wenn ich dran bin, bitte. Beziehungsweise, wenn ich gerade was mache. Ich mache nichts. Sie liegt hier und sie tut nichts. Ja, bei mir auch. Wer hat denn gerade dazwischen gefunkt? Keine Ahnung. In das Buch. Ich brauche das hier mehr. Danke, jetzt habe ich mal ein Gottesbad gefunden. Und da ist unser vierter Mann. Habe ich jetzt gerade doppelt neu fokussieren bekommen? Scheinbar. Glaube schon. Steinstatue, die du suchst, ist weiter oben. Die leuchtet auch schön. Beweg dich mal nur auf den Turm, dann sollte schon ausreichen eigentlich. Kannst du. Ja, die Geist ist ja noch nie da, ne, oder? Oder. Ich glaube schon. Kannst ja draufdrücken. Vielleicht können wir sie präventiv zerlegen. Scheinbar ja. Elef. Meine Berührung bringt den Tod. Und meine Umarmung ist ewig. Vor deiner Niederlage wirst du wahre Verzweiflung erfahren. Der Fürst der Dunkel. War ich noch laut genug, dass man mich hören konnte? Ja. Ja, es ging. Ich wollte extra so eine flüsterfiese Stimme. Sunny, das hast du angezettelt. Er zwingt dich erstmal zum Aussetzen. Autsch. Akaya? Ich glaube, er sitzt nur im Call und ist danach nochmal zum Klo gerannt. Der ist immun gegen alles. War ein Versuch wert. Guck mal, dein Fiesling macht wenigstens was. Um Gottes Willen hat er viel Leben. Ich bin. Sunny, das bin ich. Ja, Shiny, doch. Ich hab was recht. Den kriegen wir schon kaputt. Ich beschütze dich. Das funktioniert nicht, solange du kein Schild hast. Er ist wieder weg. Dann ist er da. Hallo? Akaya? Ich glaube, sein Discord spacht gerade rum. Entweder das oder sein Mikrofon. Er ist immun gegen alles, es ist egal, was du machst, das funktioniert nicht. Was Effekte angeht. Mit Rüstungssprecher tust du ihm auch den Widerstand nicht wegmachen, theoretisch, oder? Sondern nur die Rüstung. Also nur den. Es würde die Rüstung senken, also es würde keinen Unterschied machen. Und gegen Effekte ist er sowieso immun. Um Gottes Willen, der macht Flächenangriffe! Sunny, stell dich mal neben Kai, ich heile euch beide. Zusammen mit Akaya und deinem Fiesling. Betonung lag auf neben Kai. Vielleicht hast du. Kai, eventuell hast du einfach gerade aufs falsche Audio eingestellt. Das hatten wir schon. Nein, ich habe da gar nichts umgestellt. Ja, manchmal macht Discord das auch von alleine, also muss nicht unbedingt deine Schuld sein. Sunny hat gerade einen Bosskampf angezettelt. Das schreit nach, ich muss mit reinkommen. Du bist schon längst mit drin. Ja, aber dass ich mich selber steuere, dass ich nicht drauf gehe. Hallo? Er hat uns nass gemacht. Der hat euch eure Fähigkeiten genommen, eure Resistenzen. Ja genau, beweg dich da, dann heile ich euch alle vier. Es gefällt mir immer noch nicht, für in der vordersten Reihe zu stehen. Ja, Hauptsache ich kann euch alle heilen. Was ist das eigentlich für ein anderer Sunny dort? Oh, ich bin gedodged. Help. Sag mal, hab nur ich das Gefühl oder kontert der magisch? Das hast du uns was angetan. Der kontert mit Magie.
Sie haben auf jeden Fall das Icon von der vom Magiewiderstand geändert. Fanny, setz den Zug lieber aus, bevor Kai was abbekommt. Dann kann ich euch wenigstens noch heilen. Ja, dann tue ich zumindest noch die Goldwurzel benutzen. Und Zug aussetzen. Weg von der Maus! Ich bin nicht an der Maus. Wenn er jetzt auch so viel, dass ich mich darin stelle. Aber eventuell trifft es dann weniger Leute. Was auch immer der als Konter schickt. Gegen Schock bin ich eh immun. Dank meiner wunderschönen Haarpracht. Was habe ich da eigentlich jetzt für eine Waffe? Die Armbrust. Du hast keine andere Waffe bekommen, du hattest die Waffe doch immer. Ich habe ihn gerade eben, gab es eine Kiste und da hast du einmal einen magischen und einmal einen physischen Bogen bekommen. Der kontert echt? Immer. Was habe ich mitbekommen? Der ja. Kontert auf jeden Fall immer. Oh, ich glaube, ich habe eben nicht Glück. Gekontert. Hat der bei mir nicht den Konter gemacht? Nee. Nee. Ne, bei dir nicht, genau. Okay, dann mag vielleicht der nur euch nicht, mich mag der. Vielleicht kontert der physischen Schaden. Aber Sunny macht doch gar keinen physischen Schaden, sondern magischen Schaden und der wurde auch gekontert. Ja. Ja, ich bin also wenn du alt sitzt, Kai kann ihn auf jeden Fall killen, dann kontert er nicht. Okay, er kontert ihn. Kai macht den weg, macht den weg. Er kann anscheinend nicht immer kontern. Der kann anscheinend irgendwie nur jeden zweiten Angriff kontern. Und zur Erklärung, wo der Sunny böse herkommt. Sunny hatte ein Jahrmarkt-Ticket. Oh, er ist zum dunklen Jahrmarkt gegangen, hat ein Spiegelkabinett mit einer 14% Chance den Begleiter gewonnen und das war er. Und ich krieg hier schon wieder aufs Maul. Ach ja, die guten Spiegelkabinetts auf dem Jahrmarkt. Am besten sind die Kinder, die einfach volle Wucht da reinrennen. Wir haben die Elfenprobe freigeschaltet. Der Regen ist schuld. Besiege den Elfen und versiegle den Tempel der Dunkelheit. Geld für alle. Wissensbuch, ist egal, wer es nimmt. Aus welchen Gruppenwiderstand vor? Ausweichen! Segensbonus ist halt für dich actually ziemlich gut. Ja, und ausweichen. So, das dann erkunde mal den Rest hier. Wurden wir hier alle hingezogen? Nee. Dann erkunde mal den Rest. Nee, geh da oben hin und erkunde den Rest. Opfer ruhig einen Fokus. Akaya geht ja gleich in den Dungeon. Eben. Den krieg ich jetzt wieder. Du hast einen Dungeon direkt neben dir. Egal was Kai macht, ist es sinnlos, weil der Dungeon jetzt getriggert wird. Ich wollte zum Helden. Kannst ja immer noch danach. Ach du heilige Scheiße. Ja, ja. Ach, du hast jetzt irgendwie wenn alles durchkriegst, du 9 Bewegungen. Du jetzt okay, was habe ich denn alles? Ja, dann ich immer noch keine Handschuhe. Okay, ich habe. Wo ist denn meine Handschuhe? Hey, Schein hat erst seit kurzem Rüstung. Wann bekomme ich immer welche? Die waren in der Kiste, die ich gerade eben erwähnt hatte. Da hast du auch einen Gruppenangriff. Bei dem Magiebogen. Da habe ich noch mehr Ausweichen. Meinst du nicht, Gruppendamage ist besser? Ich meine, mein Schild weiter zu benutzen ist besser. Wo auch immer das gerade ist, hier. Ja. Da ist nämlich nochmal 8 Ausweichen drauf. Naja. Und ich denke mal da jetzt hin. Da wollten wir rein. Ich kann mich einfach viel zu viel bewegen. Ja. Und ich weiß nicht mal warum. Wir suchen immer noch den verschollenen Kameraden, der hier irgendwo rumgammelt und uns eine neue Klasse bietet. Och nö, da links ist das fiese. Ach, der Würfel? Ja. Der ist doch nicht fies. Dani, mach's weg. Der hält nur gut was aus. Der Kack ist, dass du ihn perfekt treffen musst. Ich sehe da kein Problem. Wenigstens das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass er viel aushält. Oh, Gruppenangriff auf euch. Wenn der Schockwürfel uns Schock andreht, dann können wir ihn generell nicht mehr treffen.
Das Ausweichen hat auch eine neue Animation bekommen. Das sah letztes Mal noch anders aus. Hast du dir die Update-News durchgelesen? Nö. Neue Waffen, neue Rüstung, Animationen wurden auch erneuert. Man naja, kann jetzt Rüstung auch... Neue Rüstung habe ich schon gesehen mit dem Helm. Man kann jetzt auch so gucken, was die können. Item, oder? Das war auch unter den Updates, man kann jetzt auch so gucken. Mit dem ganzen Zeug. Man muss jetzt nicht extra hier oben in die Leiste. Aber hatten wir eigentlich schon jemals ein rotes Item? Ja. Also, wo ich auch dabei war? Ja. Wann? Was? Weg mit dem Kack! Von Shining. Ich wollte einfach nur diesen Kackwürfel weg haben. Ich heile uns, sobald der Kack rum ist. Wackelpudding. Gib mir nicht erstmal um den da hinten. Der Kai sollte sich, glaube ich, um die Fledermaus kümmern, weil er sie am ehesten treffen kann. Er hat nur einen Roll. Wir haben 4, 5. Ah, oh, ich werde protected. Warum hast du die gerade eben nicht gesetzt? Weil er es nicht als nötig erachtet hat. Kai, den hätten wir beim Boss gebrauchen können. Fand er nicht nötig. Evil Sunny, mach den Scharfschützen fertig! Okay, nur noch die Kackfledermaus. Kai musste wieder husten. Komm, jetzt krit ich den und weg ist er. Kai? Ja, Lobmus hatte ich. Was hat denn die höchste Trefferchance? Nix. Ich treffe. Weg. Okay, sehr schön. So, ich mache erstmal Gruppenheilung. Wir haben alle noch Schaden von gerade eben. Also, mir geht's eigentlich ganz okay. Wenn du nur... Ich nehm den mal mit, ne? Jo. Wie viel Magie-Defense? Ja. Der geht auf Talent. Talent ist das, womit ich angreife. Ja. Ja, bringt mir auf jeden Fall mehr als der 2-mal Schaden, weil das ist ja sowieso das, womit ich angreife. Ansonsten muss ja keiner was machen. So, wer opfert sich freiwillig? Der Ausweichgott opfert sich freiwillig. Ich weich aus. Komm, lass der Mimik weiche ich aus. Oh, ich hätte so viel, wenn es jetzt ein Mimik gewesen wäre, und hätte Kai einen Arsch gebissen. Ja, nehme ich mal für physisch. Das ist, wenn was für Kai. Wieder schon anders schon Fokus Schadensreflexion. Ja, das ist sehr gut. Kannst du auch direkt anlegen. Das ist definitiv besser als dein jetziger Helm. Hat zwar eine Rüstung weniger, aber dafür ein Schadensding mehr. Zwei Widerstand, drei Angriffsschaden, ein Fokus mehr. Immunität gegen Betäubung, was ein bisschen doof sein kann. Was war das jetzt? Ich glaube, er hat's weggenommen. Frech. 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 Lucky klaut also Sachen. Okay. Ich bin mit meiner Brustplatte auf jeden Fall zufrieden. Also ich brauche nicht. Muss dir gucken. Nimmst du mit zum Verkaufen? Brauchen 100, um ein Boot zu kaufen. Das Einzige, womit ich nicht zufrieden bin, ist meine Handschuhe. Welche Handschuhe? Eben, du sagst es. Es hat auch keiner von uns Handschuhe dabei, die er dir weitergeben könnte. Leider nicht, nee. Irgendwie sind die halt Seltenheitsware. Nee, nicht noch eins. So jetzt hatte ich doch schon am Anfang. Du hast doch sowieso den Kompass. Ja, das bessere Fernglas. Aber Geld brauche ich trotzdem. Ich brauche nämlich immer noch Handschuhe. Und die sind wahrscheinlich teuer, wenn ich gute haben will. Guten ja, wenn es dir egal ist, dann kriegst du auch billige. Naja, ich will erstmal überhaupt Handschuhe haben, die mir irgendwas bringen. Frech. Lern mal treffen. Sag das nicht mir! Sohn. Das ist dein böses Ich, Zanni! Genau, und weil er böse ist, trifft er nicht. Siehst du? Ich muss dazu aber sagen. Warte mal, ich glaube, da hat einen Dieb. Hat er einen Dieb? Ich muss dazu sagen. Ich muss sagen, seit wann ist Sunny überhaupt lieb, dass es überhaupt einen bösen Sunny geben kann? Ich dachte, der ist immer böse. Hä, es gibt mich und es gibt das schlimmere mich. Naja, es gibt das schlimme dich und dann gibt's ein noch schlimmeres dich. Genau.
Nee, einen Fluch kann er nicht auf dich haben. Er ist Bruder Study. Ich bin das ultra böse. Das sieht doch. Sieht das für euch auch so aus, als ob der einen Fluch auf dich drauf hätte? Er ist immun gegen Flüche. Aber es sieht so aus, als ob da einen auf sich drauf hätte. Schon irgendwie, ja. Der böse Sunny hat so eine schwarze Aura, ja. Was für eine dubiose Aura. Ich sag ja, er muss kompensieren, dass er doch nicht so böse ist, wie er tut. Ach komm. Hätte ich getroffen, dann wäre sie tot gewesen. Mach's weg. Das war ja lediglich den Grobian. Nicht meine Leiche hinterlassen, sondern die Fee einfach zu Staub zermalmen. Welcher greift denn als nächstes an? Der. Dann nehme ich den zuerst raus. Kannst du normalen Feuerblitzen kriegst ihn genauso weg. Und tschüss. Ja, ich weiß. Habe ich gemerkt. Ich bin irgendwie gefühlt der Einzige, der noch keine 20 plus Schaden macht. Doch, wenn du einen deiner anderen Bögen nutzen würdest. Dann habe ich aber deutlich weniger ausweichen. Ich will nicht unter 40 ausweichen. Wenn du schon den Bogen hast, stell dich doch in die den Schild hast, stell dich doch einfach in die vordere Reihe, Bro. Dann kannst du wenigstens einen von uns schützen. Ja, ist das wirklich so? Du hast diesen Schild nicht, um damit einfach in der hinteren Reihe zu stehen. Ich hab das Schild nur zum Ausweichen. Für mehr nicht. Kein Kommentar. Ausweichen! Ich nehme den gleich einfach aus Prinzip weg. Ah, das hat er schon für mich getan, okay. Karma! Karma! Karma ist ne Bitch! Ich liebe dich! Ich liebe dich, Lucky! Ausgleichen! Ich muss mich doch selber schützen, ich halte doch nichts aus! Das ist eine Säurebombe gerade schon wieder hergestellt. Guck mal, ihr habt alle irgendwie über 70 HP und ich wahrscheinlich nicht mal 50. Nicht alles an den Handschuhen. Ich würde ja heilen, aber es würde sich nur für einen lohnen. Hätte Übrigens, ich nur den Gottesbart noch. Die Kisten, die wurden abgedatet, dass diese Kisten zum Beispiel auf jeden Fall Rare Loot haben. Ah, okay. Naja, vorher hatten wir ja echt. Naja, miserablen Loot hier. Ja, Handschuhe. Ja, Zepter Todesstrahlen. Meiner? Ja. Meiner? Meins? Kannst du direkt anlegen. Du dreckiger Alter! Darfst du nicht. Karma. Karma ist eine Bitch, Sunny. Du hast dich über Akaya lustig gemacht, dass sie in Salz weggenommen wurde. Da hat sich das Karma gerecht. Okay, der hat uns quasi nichts aus der Kiste gegönnt. Warte, wo sitzt der? Wo sitzt der? Den klatschen wir jetzt weg. Alter, sitzt der weit weg. Den klatschen wir jetzt weg. Wir müssen den halt wirklich eigentlich Wir müssen den hops nehmen, wir kriegen sonst keinen Loot mehr. Ja. Ist halt so, aber endlich habe ich Handschuhe. Und hatten die nicht, glaube ich, sogar Crit-Chance drauf? Warte mal. Ja, hatten sie. Und LP-Regeneration, glaube ich. Hier, so, Akaya ist glücklich. Wie war das mit, du hast bestimmt unter 50 LP? Nein, hast du nicht. Junge, warum hatte ich denn gerade mal irgendwie 29 bei knapp über der Hälfte meines Balkens? Ich nutze das auch direkt aus, ne? Können uns daran eigentlich alle hochheilen. Aber trotzdem habe ich halt weniger HP als ihr und das nicht zu knapp. Eine heiße Quelle. Hm. Ich glaube, das halte ich entweder oder es schadet dir. In beiden Fällen unnütz gerade. Es gibt keine großen Chancen, mich da irgendwie. Frage ich mich nur, seit wann kann eine heiße Quelle schaden? Wenn sie zu heiß ist, klar. Hallo, keine heiße Quelle ist kochend heiß, wenn man da reingehen kann. Dann ist es aber die Möglichkeit, dass sie schadet. Oder wenn du zu lange drin bleibst, ist es auch nicht gut für den Körper. Richtig. Ich kann einfach 10 Bewegungen nur machen. Wo soll ich jetzt hin? Du bist der Geh Richtung Lucky, du bist der, der am Du kannst richtig schnell laufen. Renn einfach Richtung Lucky, du ziehst uns eh mit in den Kampf. Ist wirklich so. Geh in seine Richtung und mach ihn fertig. Hin? Ja, du musst einfach nur straight up in die oberrechte Ecke. Es gibt immer einen Weg dahin. Hier wäre der. Junge. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendjemand macht hier mit seiner Maus irgendwas. Ich kann jetzt nicht. Geht nicht. Hallo? Geht doch. Also du müsstest auf jeden Fall unten rum wahrscheinlich. Ich würde sagen, du musst unten rum. Doch auch.
Da geht doch ein Weg lang. Bin mir nicht sicher, beides könnte funktionieren. Aber ich will jetzt einmal kurz die Handschuhe angucken. Ach, ja, Crit-Chance ohne Ende. Und ich kann nicht mehr meine Resistenzen verlieren. Und das Beste ist, das passt sogar zu meinen Schuhen. Und das passt auch so ein bisschen dazu. Ja. Auch wenn das hier so überhaupt nicht dazu passt. Ich habe das Gefühl, der Waldrock würde meinem Charakter mehr stehen. Ne. Naja, du hast meinen Charakter auch nicht so gemacht, wie wir vorher abgesprochen hatten. So hell wie möglich. Ich wollte aber nicht den alten Knacker spielen. Weil das hatte ich dir auch gesagt. Aber du hast es gekonnt ignoriert. Ich habe ihn so eingestellt, wie dein Alter war. Kai? Kai, ich glaube, du bist müde. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Alles gut, alles gut. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier und habe schon Schlimmeres gesehen. Aber es tut trotzdem weh. Ja, haben wir dann Chaos drauf. Egal. Königliche Fracht. Einfach die Chance auf den Kampf verringern. Schatztruhe. Was ist das eigentlich gerade für uns? Kai, ich hab was für dich! Lucky, du bist ein Bastard, wenn du jetzt sagst. Warum kriege ich keine vernünftigen Waffen? Blut. Angriffsschaden. Und ein Gotteswort. Kai, wenn du mir entgegenkommst, gebe ich sie dir. Angriffsschaden wäre sowohl für Kai als auch für mich praktisch, da wir beide physisch sind. Kai kann sich freuen, er hat gleich eine Kanone. Kaboom? Genau so ist es. Aber irgendwie also habe ich das Gefühl, den Ring, den sollte ich haben, damit ich endlich mal ein bisschen mehr Damage mache. Du kannst auch einfach einen der stärkeren Bögen mal nutzen. Das macht kaum einen Unterschied. Der will unbedingt die Schatztruhe haben. Ich glaube, es würde ausreichen, wenn nur 3 wisst hier ist maximal. Ich glaube, bei 2, guck mal, 7% schon für 1. Ja. Ich hätte so gelacht, wenn da jetzt die 7% reingehauen hätten, wie bei mir damals die 1%. Widerstand und magischer Schirm. Ja, ist besser. War dafür die Schuhe. Rüstung, nicht. Widerstand, Intelligenz, Geschwindigkeit. Naja. Theoretisch. Ja, also theoretisch sind sie besser, aber wenn man mehr EXP haben will, sind die anderen besser. Ich kämpfe halt mit die 5% EP sind eigentlich geschenkt. Ich nehme sie mit. Mal gucken, ob ich sie spielen werde, aber ich nehme sie erstmal nur mit. Ja, also, ich denke mal, ich komme hier zu Lucky. Komm, find was Sinnvolles. Das ist sinnvoll. Das war ein Teleportbecken, glaube ich. Das war eins der Teleportdinger. Ja, aber ist das sinnvoll? Ja. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so eins jemals benutzt hätte. Kai, ich habe was Schönes für dich. Links neben dir ist sogar jemand, an den du es direkt einweihen kannst. Kaboom? Kaboom! Das werde ich jetzt in einem sehr... Aber die haben die Kanone geliebt. Die hat jetzt 3 von statt 1. Kai, beschütz mich. Die sind immer so fies zu mir. Hallo, du setzt ihn aus, du wolltest ihn das noch ausprobieren. Okay, das war treff eh nicht. Jetzt kann er sie einweihen, du hast so viele Waffen. Also das Fenster, das hätte ruhig ein bisschen größer sein können. Ein bisschen. Okay, die hat einfach so direkt schon AOE. Benommen. Ja, die Kanone, die hat immer AOE. Es ergibt Sinn. Kaboom. Kaboom! Wunderschöner Anblick. Lass dich mal aussetzen, dann kannst du sie mit dem anderen Schuss wegballern. Ist zum Glück eine Sekundäre und keine primäre Aktion, das Nachladen. Das wäre ein harter Nuss. Komm, Bomb ist weg. Kaboom! Wo ist sie hin? Kai hat ja einfach pulverisiert. Kai, du musst es doch nicht gleich übertreiben. Bin ich die Einzige gewesen, der gerade Flügel hat wegfliegen sehen?
Kai, du hättest. Kai, du hättest den Hinterbliebenen doch wenigstens etwas übrig lassen können. Ich hab Haarsträhnen wegfliegen sehen. Können den Flügel nehmen, können den Flügel nehmen, können das Ding nehmen, das im Baum hängt. Die können die Stofffetzen aus dem Boden aufsammeln. Willkommen zum unseren Lager, wir machen es gemeinsam. Ah, probieren's. Als ob. Kai, du hast das Kai, Glück aber auch mit Löffeln gefressen. Heute schon, ja. Das hat er heute zum Frühstück gelöffelt. Kaboom? Kaboom. Das schreit, ne? Einfach nach der Karune, da kannst du ja richtig reinhieten. Verdammt, die ist nicht geladen. Jo. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Let them burn. Was auch noch gleich lang. Ich mache jetzt meinen Liebling. Der Stab, ja. Der wurde gemopst. Ach ja, Lucky, du kleiner Mordsau. Das muss ich zensieren. Burn, burn. Keine Kraftausdrücke. Ja, musst hier. Du. Ja, musst ja, du. Ja, du. Ja, auch vergiss keine nicht, dass er Kraftausdrücke, sonst gibt's Kraftschelle. Der hat sich ins Gebüsch verpisst. Kein. Au! Ich glaube, der böse Sunny stirbt gleich. Wenn es so weitergeht. Sunny? Kai, du müsstest ihn eventuell beschützen. Obwohl, hast du das Schild gerade nicht. Genau, ohne Schild kann ich das sowieso nicht. Au! Okay, der Hexenmeister muss weg. Ups, da hast du ein bisschen Schaden genommen. Kaboom? Kaboom. Ja, der stirbt eher am Feuer. Oder so. Flieg. Sunny, Bomben. Du hast immer noch Bomben. Wie habe ich denn? Was habe ich denn? Das Design wurde abgeändert. Magischer Schaden, dann gehe ich eher mit dem. Ist irrelevant. Das, was mir Schaden nimmt, macht einfach nee. Ja, jetzt kannst du den wenigstens aus dem Leben nehmen. Blink. Richtig und richtig. Aber es wäre eventuell gut, wenn du den nächsten Kampf mit mir zusammen betrittst, damit ich deinen Kameraden heilen kann. Ja. Vom Prinzip her könntest du die tanzende Nässe auch nutzen und dann Waffe wechseln. Für den einen Schuss lohnt es nicht mehr. Da ist er runtergekommen. Ja, okay, wie viel Gold? Warnlager. Guckst du mir schon ausreichend Stärke. Das ist für Kai. Ja. Es gibt jetzt 6 Widerstand mehr, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Da kannst du, glaube ich, doch wirklich drauf scheißen. Scheiß mal auf die Vitalität. Ach, guck mal, sogar noch mal bessere Rüstung. Wie gut soll sie sein, ja. Warte, jetzt kommt doch sowieso wieder Krapfi. Nö, der kommt, glaube ich, nur bei Kisten. Ich nehme sie mal mit. Krapfi hat nicht die gute Rüstung genommen. Ich hätte sie direkt ausgerüstet, weil überleg mal, wie viel Verteidigung du dadurch bekommen hättest. Zudem auch noch Schadensreflexion. Wenn du zu Lucky ich gehst. Ich brauche aber auch Level. Ja, natürlich, aber du bist alleine unterwegs. Und die Imps musst du bedenken, die musst du perfekt treffen. Die musst du treffen, ja. Ihr wisst doch, was ich für eine Waffe habe. Ja, mit der Waffe ist es gut möglich. Das stimmt schon. Die Goblins sind nochmal. Okay, nimm du. Ich bin mir gerade nicht sicher, warst du oder war ich Hildebrand? Du. Ich glaube, ich war Hildebrand. Die Goblins führen eine Belagerung durch. Wo? Mook? Nicht mit mir, dem Ungeziefer, zeig, wie deine Hake ist. Waffen in die Hand, dann drängen sie dahin zurück, wo sie hingehören. Wenn das ein Gruppenkampf ist, kannst du den auch triggern. Dann hast du deine XP. Du hast noch eine Bombe, ne? Vergiss die nicht. Ja, habe ich noch. Geht am besten irgendwie, dass es auch den Rechten trifft. Weil die anderen kannst du ja alle zusammen mit der Explosion treffen. Wie viel macht die denn? Die macht 13 bis 31 Damage. Hui! Da ist einer weggeflogen. Ja, irgendwie du triffst und diese weg, oder...
Ah, zwei haben es nicht überlebt. Ja, genau, geht auf mich. Geht auf mich. Kritisch 5 Schaden. Bin ich ehrlich gesagt in Ordnung mit? Oh nein. Boom. Oh. Der Brand. Ja, aber es schadet erst bei dem zweiten. Außerdem ist deiner immun gegen Feuer. Ja, stimmt, der Immunität gegen Feuer. Ja, die stehen alle doof, dass man nicht alle gleichzeitig treffen kann. Obwohl Kai kann zumindest zwei gleichzeitig treffen. Er trifft auch beide. Der eine ist dir, glaube ich, gerade ins Gesicht geflogen. Du hast gerade nicht die Heilroute, oder? Ich bin Healer, ich kann generell heilen. Stimmt, du hast das standardmäßig. Das habe ich gerade. Ja, habe ich gerade nicht dran gedacht. Und direkt nochmal. Ich treffe eh nicht. Wie war das? Hui! Jeet! Ihr habt so viel Geld! Ich habe auch Moneten. Ich habe mir das jetzt einfach mal genommen. Ja, wir haben ja eben gut eingecashed. So. Ey, guck mal, wie wenig ich habe im Vergleich zu euch. Der Trupp wurde eliminiert. Und ich habe dich und Kai geheilt. Also dein Böse ist ich und Kai. Amateure wurden einfach in den Hinterhalt. Diese Elite-Goblins. Du musst sofort auch den... Wenn du Rauchbombenfluss machst, dann verschwindet dein Kamerad mit dir. Ja? Der ist ja an dich gebunden. Oder? Nope. Nö, er hat ihn alleine gelassen. Aua. Es tut mir sehr leid, aber... Jetzt verabschiedet euch von dem Kameraden. Ah. Der kann auch. Hanni Böse hat deine Gruppe verlassen? Ist der jetzt komplett weg? Ja, der hat uns... Weil du ihn alleine gelassen hast. Ja, aber sonst wären ja beide gestorben. Ja. Oh Mann. Der lief da noch. Ein wenig schade, tatsächlich. Kannst ja mal gucken, ob du ihn beleben kannst. Ansonsten einfach auf der Leiche rumtanzen. Einfach die Leiche teabaggen. Ach, wieder ein lockendes Becken. Noch ein Becken. Nice. Mal hoffen, dass sie jetzt verschwindet. Da müssen wir mit Kaiven reingehen. Akandos haben sehr gute magische Verteidigung. Er kann sich ja sonst einfach an die andere Seite der Schlange stellen. Nee, dann müsstest du durch sie durch. Einfach so drumherum laufen. Eventuell kriegst du ja zumindest was. Aber wenn ich den mal komme. Kai mag das Bewegen nicht, aber dafür hat er das Glück mit Löffeln gefressen. Das meine ich! Wie wollte dein Standpunkt nochmal unterstreichen? Oh, um Gottes Willen, was sind das für riesige Schlangen? Ich sag doch, die haben gute Die haben vor allem 8 Kai, wir brauchen dich hier hinten. Ich gehe beiseite, du brauchst es dringend, das Sunny. Ihr habt sowas von verschissen. Und die haben 8 magischen Widerstand und einfach fast 100 HP. Kai, ich glaube, die Kanone wäre hier besser. Ich bevorzuge gerade mein Schild. Ich kann auch verstehen, warum. Komm trotzdem in die Richtung, dann bist du zumindest schon mal dort. Ich gehe einfach um dich herum. Ja, mit der sekundären Aktion könntest du instant zu Kai. Muss dich halt aber auch dahin bewegen. Ach ja, du hast ja das EP-Ding. Explosion! Junge, Kai ist gleich Level 6, während ich noch nicht mal Level 5 bin. Schau, Kristallstab. War ein Vergnügen. Naja, ein längeres Vergnügen als mein Bogen zumindest. Oh, das wird auf ewig ein Meme bleiben. So, sie brennen. Scheiße. Und das interessiert sie nicht wirklich bei der Menge an HP.
Ich glaube, die Kanone wäre hier echt besser gerade. Ein bisschen. Zumindest bis da welche weg sind. Ja, aber viel Spaß. Du kannst nicht angreifen, weil die nicht geladen ist. Du hast da unten noch das, Das kann ich aber auch nicht benutzen. Doch, ich meine, das kannst du trotzdem... Das hat er vorher benutzen müssen. Vorher machen müssen. Bevor er wechselt. Weil jetzt hat er keine Situation mehr, um die Chance an der Nässe zu benutzen. Die Chance an der Nässe gibt dir 3 Bewegungsaktionen. Zusätzlich zu der Stange. Du musst die Stange, um die Nässe zu benutzen. Und dann hast du 3 übrig. Das heißt, er hätte jetzt noch wechseln können, nachladen und sich dann, wenn er möchte, noch bewegen oder so. Da, kriegst noch ein Schild. Nee, ist ein Taktikfeld für Angriffsboost. Das ist ein Taktikfeld. Aua. Autsch. Das ist jetzt frech. Au. Aufs Maul. Aua. Brennen. Jungs, ich bin ehrlich, ich bezweifle, dass das was wird. Ich bin ehrlich, vielleicht hättet ihr mit dem Lager auf mich warten müssen. Ach, du bist... du brauchst erstmal deine Waffe. Du hast kein Heilzeug bei dir. Wir müssen jetzt ehrlich gesagt einfach 3 Schlangen gleichzeitig töten. Ich guck, dass ich ja, das den Damage Booster mitnehme. Wenn ihr nicht mindestens 3 davon gleichzeitig erledigt, wird das nichts. Aber eure AOE-Angriffe machen irgendwie ziemlich wenig Schaden an den umliegenden Viechern. Ja, weil die magische Verteidigung haben. An dem Hauptziel machen sie halt mehr Schaden und dann kommt da Kai und der macht überall den gleichen Schaden, glaube ich. Nee, ich mache auch Splash. Kai. Kaboom! Bombt die Dinger weg. Kaboom! Die ist nur umgefallen. Mindestens das eine erstmal weg. Ja, das ist auch eine 2 Meter Anaconda. Ich hab's gemacht. Er ist tot gewesen. Ich hab gehört, wir besuchen gleich alle 3 erstmal eine Stadt. Müsste, glaube ich, noch einen Zunderbeutel noch in der Tasche haben. Ich habe gehört, ihr lasst euch beim nächsten Mal weniger auf die Fresse hauen. Wenn ich nicht dabei bin, dann sterbt ihr alle weg. Kein Kommentar. Geh auf die Schlange ganz rechts, dann ist die weg. Einen heftigen Feuerblitz. Dann kann Kai gleich die anderen wegbomben. Ja, wenn man hier aufhören würde, hier mir dazwischen zu fucken, dann würde ich es auch machen. Ich habe nichts gemacht. Kannst nee, du... Kai muss sie mit wegbomben. Oh Mann. Der kann ja zum Glück frei die Felder auswählen. Ja. Und das reicht nicht. Ach, come on. Weil mich mein Glück verlassen hat. Aber sie müsste am Feuer krepieren. Ah, nee. Tod Nummer 1. Ich bin immun gegen Verfangen. Haha. Die ist am Brand gestorben. Das war doch Selbstmord. Das macht eigentlich gar keinen Unterschied, wo du ihn gespawnt hättest. Kai hat nämlich eh kein Schild an. Wenn du auf die linke Anaconda gehst, kriegt die eine Schaden und die andere stirbt. Genau. Danach wird erstmal geheilt. Ja. So, kannst du wieder verfangen auf mich versuchen? Autsch! Heiligtum. Ein Segen. Oh, ich darf nochmal. Wahrscheinlich, weil du gerade gestorben bist oder so. Jo. Mach sie fertig. Bomb sie weg. Kaboom. Da bringt es gut. Sunny kann sich draufstellen für extra Schaden. Tatsächlich bringt das gerade sogar was. 50, ich hau das Ding weg. Nein! Nee, tut er nicht. Es überlebt es sogar, aber Sunny macht ordentlich Damage. Shining? Ja? Do your worst.
Ja, ich mach mein Schlimmstes. Er macht sein Schlechtes. Du wolltest, dass ich mein Schlechtes mache. Selber schuld. Also ehrlich, Sunny, du hast das heraufbeschworen. Okay, legitim. Ja, okay. Du hast es für uns beide heraufbeschworen. Ich seh noch einen Stern. Toll, mach das. Mach ruhig das Verfangen auf mich. Bringt eh nichts. Ich bin dagegen eh immun. Ich weiß nicht, gegen was ich alles immun bin, aber gegen die Hölle, von was du gekommen bist! Kipp her! Ich bin ja auch irgendwie gegen so einiges immun, ich weiß aber nicht, gegen was alles. Ab sofort frage ich Schlangen nicht mehr. Anacondas, wenn ich bitten darf. Schlangen ist sind nicht besser als dein jetziges. Bringt 3 Intelligenz. Ist auch wieder besser. Wieder schon magischer Ja. Und den kannst du meinetwegen auch direkt mitnehmen. Den kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Was denn das? Gib die bevor du den mitnimmst, all deinen Fokus erstmal nutzen. Der wird sowieso aufgefrischt. Der frischt deinen Fokus komplett auf. Also hau ruhig rein und nimm das Ding mit. nimm doch erstmal die Statue mit. Stimmt auch wieder. Auf jeden Fall, dann hast du Fokus. Und ich könnte theoretisch jetzt noch mehr Fokus reinhauen. Dann hätte ich noch mehr Züge. Theoretisch auch, wenn wir. Yo, ich hab fast ein komplettes Level abbekommen. Ja, die Steinhelden, die geben halt schon sehr, sehr viel. Ja, jetzt kannst du Nackis Nähe ja erstmal erkunden. Weil ich und Sunny müssen uns erstmal hochheilen. Eine Wahrsagerin. Investiere. Gut, dass ich meinen Fokus aufgeladen habe. Da kannst du nicht investieren. Also wenn du es schaffst, ist ein Chaos, niedriger. Wenn du verkackst, haben wir einen Scheißdreck. I mean, es gibt eine... Entweder kriege ich einen oder zwei. Dass das basically alles fein ist. Ja, naja. Hat nichts geändert. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Solange es nichts Negatives ist. Ist gut oder ist okay? Ja, dann zählt mal den Krieg an. Okay, ja, viel Spaß. Es gibt Krieg! Der Penner muss so oder so weg. Der nimmt uns sonst all den Loot weg. Ja. Der ist zum Kotzen. Siehst du, da ziehst du uns mit in den Kampf. Von drinnen ein Goldschimmer. Und dann ein Hauch von irgendwas. Und ein Hauch starken Alkohols. Lass dich von meiner Größe nicht täuschen. Ich habe Text auf, die du dir nicht mehr vorstellen kannst. Der Goldkessel ist meiner. Die epische Musik im Hintergrund bei dem. Yo, shitte. Ich sehe gerade was mir nicht gefällt. Ja, mir auch. Wir müssen immer perfekt treffen. Ich habe gehört, ich wechsle wieder auf meinen anderen Bogen. Eventuell besser. Tripp hier! Für ihn zumindest. 40 Damage, das hat ordentlich. Obwohl, Betäuben? Ich glaube gegen Betäubung. Nee, der ist gegen Betäubung immun. Sieht man da schon. Ja. Kannst auch deinen Fokus investieren. Wenn es trifft, ist der zum Viertel tot. Ich kann nicht alles investieren. Doch eigentlich höher geht nicht. Nö, höher geht nicht irgendwie. Ich drück rechts, klick nothing. Vielleicht einmal, vielleicht ist das gerade verbuggt, einmal auf das andere drücken und dann nochmal auf den heftigen Zug. Und dann nochmal rechten Maustaste. Nö. Jetzt kann ich gar nichts mehr reinwerfen irgendwie. Hä? Dann ist deine rechte Maustaste hin. Nein, ist hin. Nee, ich hab's gerade auch probiert. Warte, lass mich mal versuchen. Ich wollte auf ihm drauf rechts eine Maustaste drücken. Da hat er es aber nicht genommen. Ja, bei ihm ging's gerade irgendwie nicht. Ich hab's gerade selber getestet, also es liegt nicht an seiner Maus. Ich investiere jetzt einfach den ganzen Fokus. Also schon mal gut Damage gefressen. Der hat keinen Panzer, den du knacken kannst. Achso, Kanone hat zwar 3, aber... Das Problem ist, du musst vorher einmal dein Teil essen, dass du eine extra Bewegung hast. Ansonsten kannst du sie nämlich nicht nutzen. Ich sag das nur ungern, aber Akaya hat recht. Oder er wechselt einfach generell zu einer anderen Axt. Also ich sehe dann nicht, dass er gegen Bluten immun ist. Wart mal.
Doch, er ist immun. Warte mal, wir können es jetzt ganz gleich sehen, sobald wir wieder dran sind. Oh, der lässt das Gold regnen. Sunny, nichts was bedeuten, was bedeuten eigentlich diese drei Punkte? Dass er zu viele Resistenzen hat? Ja. Dass er zu viele Resistenzen hat, um dass es angezeigt wird. Ja, dann habe ich ja auch zu viele, als dass es angezeigt wird. Okay, gegen Verfang ist er immun, gegen Bluten und gegen Schock. Und gegen was bin ich alles resistent? Geh selber nachgucken. Too much. Shit. Heiß Texting. Jetzt geht's. So. War sogar ein Crit. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal treffen. Let's go. Tschüss. Tschüss, Lucky. Das war dafür, dass du mir meinen Stab geraubt hast. Jetzt frisst er uns nie wieder. Du bist ein echter Glücksplatz. Besiege Lucky und versiege Luckys Schatzkammer. Ja, komm, hier. Nehmen. Ja, ich bin halt basically leider gewesen im Vergleich zu euch. Gruppen ausweichen. Du hast naja, ich hab da schon einen geilen Helm. Hast du ihn jetzt angelegt, Shiny? Ja. Oder hast du ihn nur mitgenommen? Ich hab ihn angelegt. Das heißt, ich muss immer bei Shining rumschimmeln, damit ich mir ausweichen kriege. Ich glaube, das geht immer auf die gesamte Gruppe. Erstens das und zweitens habe ich es auch hauptsächlich wegen dem Glück genommen. Guck mal, ich habe fast meinen ganzen Fokus benutzt, aber habe wieder voll. Ja, weil du gerade nochmal ein Level Up gemacht hast. Ich weiß. So, jetzt kannst du ja wieder frei zu uns wandern. Wie auch immer ich so krass EXP bei dem gerade bekommen habe. So, was macht der denn? Ist doch immer so, weil du gegen overlevelte Gegner hast. Ich habe einfach der Banditenkönig macht, dass wir mehr ausgeben müssen. Finger weg von der Maus! Wir müssen den Banditenkönig wegklatschen, sofort. Ich will nicht mehr ausgeben für meine Items. Sunny, willst du vielleicht auch weg? Gut, dass du so denkst wie ich. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Der Banditenkönig muss sterben. Kai wird jetzt so viel Geld haben. Kann ich die königliche Axt eigentlich auch verkaufen, weil für den EP-Multiplikator... Das sind zwar 20%, aber... sind Ekro-Max-Level. 9 ist Max-Level, sind Ekro-Max-Level, da bringt ihr dem EP-Multiplikator dann auch nichts mehr. Ja. Wenn 9 Max-Level ist, dann sind wir doch noch 3 Level hin. Aber wir wissen ja auch nicht, wie lange wir hier noch rumschimmeln. Wir suchen ja so oder so die Kutsche mit dem verlorenen Charakter noch. Handschuhe verkaufe ich. Ich habe mir jetzt einfach mal die Angriffsschadenhandschuhe noch mitgenommen. Ja. Ich brauche halt auch irgendwie mehr Damage. Mein Damage ist irgendwie nicht so vorhanden. Die Gottesbärz, zur Not ich gleich. Ich nehme mir mal das Reparaturset mit für das Boot. Das klingt nach einem Plan. Wir haben sogar zwei Boote mittlerweile. Naja, eines davon habe ich, glaube ich, soweit ich weiß. Nein, das ist schon kaputt. Warum hat ihr mein Boot kaputt gefahren? Haben Schiffsbucher letztens. Der Rest ist eigentlich uninteressant. Hast du ein Sparmodell gekauft? Aber ich würde sagen, bevor wir hier komplett durch sind auf dieser Map, will ich noch einmal einen Kraken klatschen gehen mit euch. Oh boy! Ich meine, wenn wir hier denn durch sind, wenn wir Level 9 sind, Level absolut overgeared. Wenn wir Level 9 sind, kann man drüber reden. Naja, wenn wir hier mit der Map durch sind und nicht von Chaos vernichtet wurden, dann sind wir wahrscheinlich absolut OP. Erkunde aber auf dem Heimweg ein bisschen. Eventuell findest du den Heini, den wir die ganze Zeit suchen. Ich glaube, wenn du die 15 Goldmünzen reinwirfst, kriegst du safe den Erfolg. 15 Gold ist nicht viel. Du hast 210, du könntest echt die 15 einfach reinschmeißen. Hier. Ich glaube, so erhöhst du die Chance? Oder du bekommst das Beste? Ja, das erhöht die Chance ein bisschen. Es hat um 4% erhöht. Ich frage auch mal nicht, wo die 1% dahin sind. Die sind einfach weg. Wurde abgerundet.
Oh! Ich würde den Max-Fokus nehmen. Ich würde so hart den Max-Fokus. Ich würde wirklich den Max-Fokus nehmen. Du hast einfach standardmäßig einen Fokus dann mehr. Und das Fokus ist so lange, bis wir hier durch sind. Dagegen sind die zwei Ausweichen ein Witz. Ja, der ist schon 44, du brauchst. Glaub mir, das Max-Fokus ist mehr wert. Der Max-Fokus ist wirklich mehr wert. Du bist muted, Kai. Ich spüre, wie meine Stärke mit jedem Moment abnimmt. Hilf mir, bitte. Irgendwann sollte man dem Baum eventuell mal helfen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn ich da hingehe, wird die Gruppe mitgezogen? Nein. Nee, sieht nicht so aus. Hey, ich komm mal wieder zurück. Dann müssen wir jetzt erstmal Felsental und Moog finden. Beziehungsweise Moog haben wir ja schon gefunden, aber wir müssen Felsental noch finden zum Retten. Wir können jemals mehr als drei Felder laufen. Nein, bin ich nicht. Oh, das sind eben ein bisschen eklig. Ist aber nur einer. Ist nur einer. Das ist kein Nager. Außerdem hast du drei Fokus und eine Waffe, die nur drei braucht. Das ist ein Einzel-Imp, den kriege ich hin. Okay. Kai? Vor allem, wenn ich Kai, mach Heck aus. Ich weiß, dass wir alle meinen PC spielen, aber mach Heck aus. Hallo? Nee, wir spielen nicht an deinem PC. Wir spielen an unserem PC über deinen PC auf dem Programm. Mach aber die Hex aus. Wir spielen auf unseren PCs. Halte sich? Ist halt so. Kai soll immer Hex ausmachen. Der beschleunigt oder so, oder? Juckt mich wirklich. Kanone hätte einen weniger, aber ich glaube, das ist auch nicht so ein großer Unterschied. Ja. Im Endeffekt musst du einfach nur einmal treffen. Okay, let's go. Ja, die Imps. Die Imps können ja nicht eins deiner Dinger wegnehmen. Ja, nutz ruhig. Wär's Ausdauer, hätte ich's gerne gehabt. Ich will nur noch mal betonen, ich habe keine Hex an, das ist alles Skill. Das sind alles Hex, vor allem den Bomben, die du bekommen hast. Junge, Sunny hat auch etwa 27 Widerstand. Und dann komme ich mit 0 und, Aber da fährst du 44 Ausweich. Du hast 27 Widerstand. Ja, zum Mu kannst du schon mal hin, wir kommen ja eh gleich übers lockende Becken. 0 Rüstung und 5 Widerstand und trotzdem überlebe ich irgendwie mehr als ihr. Aber du gehst halt auf den auf den Ausweichenwert. Du willst ja unbedingt ein Ausweichenbild spielen. Ja und? Ja, das Problem ist, dass der Wolf gerade eben hat dir doch gut aufs Maul gegeben. Ach guck mal, wir können uns sogar nochmal so teleportieren zur Not. Wir müssen eh oben rumlaufen, unten rum geht's gar nicht. Doch, kannst du doch hier rechts. Nein, da konnte ich nicht hin. Weil du auch nur ein Feld hattest, natürlich kannst du da nicht hin. Wir sehen es ja gleich. Doch, guckst, kannst hier, so, dann so. Da ist der Beweis. Hm. Jetzt wird meine weite Bewegung hier als Beweismittel genommen, ey. Ja. Wie gesagt, du ziehst uns nicht als Gruppe mit, soweit ich das weiß. Das Ding sollten wir kaputt machen, damit können wir ein Chaos loswerden. Aber eventuell erst nach Moog. Weil es könnte sein, dass Moog allein schon ein Chaos wegnimmt. Dann sollten wir das trotzdem noch machen, dann haben wir nämlich wieder 4. Ich würde es jetzt auch direkt wegmachen. Ja, ich hätte mir das nochmal sagen, aber Kaya hat recht, wir sollten zuerst das Geschütz machen. Dann mach. Was? Mach das Geschütz weg. Dann haben wir ein Chaos weniger und haben noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ich unterlass das mal. Nimm die Goldwurzel, schmeiß den Fokus rein. Natürlich musst du vorher X drücken. Das Ding wegzumachen ist wichtig und richtig. So, weg mit dem Ding. Und das jetzt fehlgeschlagen wäre, ey. Das wäre ein typischer Akaya-Lack. Ja, ich meine, ich habe ja bei 1% den Hinterhalt gefailt. Das wird auch ewig ein Meme bleiben. Genauso wie der Bogen, der einfach First Try kaputt gegangen ist.
den Bogen, den trage ich das immer noch nach, dass er einfach direkt... Also hier sieht man das nochmal, hier drumherum wird gezogen. Auch der Gegner? Nee, das Ding ist ja selber drei Wellen. Das ist so eine Art Mini-Dungeon. Ja. Ich kusche mit den Schafen. Und hast noch ein Kraut gefunden. Ja, aber diesmal nur eine Nisse. Na komm, dann versammeln wir uns alle hier und dann machen wir Mook frei. Jetzt gibt's Krieg. Fährst ja gleich den Krieg, Akaya. Wir stellen uns unter den... Du hast es nicht so mitbewegt. Schick unsere Schafarmee auf sie und Kai hat es echt, Kai hat das echt nicht so mit Geschwindigkeit. Ich hab's nicht so mit dem Laufen. Shining. Du bist halt ziemlich faul, kann das sein? Drück dir die jetzt einfach mal in die Hand. Ja, Shining, lass unsere Schafarmee auf sie niederregnen. Also. Ich weiß, warum du den Joke machst. Ich weiß, warum. Kai ist echt faul, würde ich sagen. Er hat mir gerade ein Gottesbad geschenkt. Dann und Fessel, den kriege ich jetzt. Also entweder ist Kai faul oder er ist arbeitseffektiv. Die einen nennen so, die anderen so. Es Kai zieht niemand mit. Der Kai Krieg wurde faul. Entfesselt. Ach nö. Ja, kommen Sie. Okay, auf jeden Fall zuerst den Grobian. Nach Möglichkeit. Bin schon dran. Wie zur Hölle ist Sunny immer noch schneller als ich? Sunny ist ein... Sunny ist ein blöder Alchemist. Ui, der ist aber geflogen. Daneben. Ich bin derjenige, der hier alles erkundet. Warum bin ich nicht schneller? Jetzt wäre dein Druidenboden übrigens gut, weil der Gruppendamage macht. Kann sich auch ruhig hinter Kai stellen eigentlich. Oder ich mach's. Aber ich würde wirklich oder den Druidenbogen anlegen, weil da alle drei... Oder ich klatsche den hier weg. Ach so, viel dazu. Oder auch das? Ich würde den Ruinenbogen wirklich anlegen. Dafür, dass du nur 2 hast und 17 Schaman. Oh nein! Aua. Okay, wenn die Angriffe von oben machen, dann bringt der Schild von Kai auch nichts. Wieso dodgt eigentlich der fucking Fettsack das? Weil er auch 10 ausweichen hat. Oh, jetzt kommt die Kanone, glaube ich. Jetzt kommt ich unsere Lieblingskanone. Shiny hat 26. Naja, ich hab 49. Ist mir egal. Kaboom, Kai, Kaboom. Kaboom, Kaboom, Kaboom. Warum ist der eine nicht tot? Das ist jetzt beleidigend. Oh, das ist nett, Kai. Das ist beleidigend, der eine noch lebt. Ein Angriffsfeld und die Scheuche gebaut. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Oh, Kai, schönes Feld hast du vor mich gesetzt, was Shining sich gönnt. Mann, ich wollte doch auch mal Damage machen. Der sprengt die beiden jetzt einfach mit der Feuerexplosion. Ah, getrollt. Ich kann nicht auf das mittlere Feld ziehen. Sonst hätte ich es gemacht. Ey, komm, ja. Ich finish ihn einfach auf. Du wirst eh nicht dazu kommen, auf das Feld zu latschen. Ich weiß. Heftiger Feuerblitz. Und tschüss. Krepier. Brenne. Ja, so, jetzt kommt... Obwohl, doch, du wirst dazu kommen, das Feld verschwindet nicht. Oder? Doch. Ich dachte, wegen Wellen halt. Das ist für dich. Boomerang. Du das hast schon einen, ich steck den mal ein, ne? Weil ich kann ja fast genauso viel laufen, ist gut fürs Erkunden. Wir brauchen aber Geld. Gute Arbeit, aber ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Okay, wir suchen immer noch den Charakter auf der Karte. Ja, und ich brauche Geld. Geld ist wichtiger als Charakter. Nein. Nein. Doch. Doch. Nein. Du hast 3, die Nein sagen. Doch. Mein Board wiegt mehr als 2 erst. Halt die Bubble, sonst mache ich nicht mehr mit, wenn du da bist. Es geht mir nämlich tierisch auf den Sack, dass wir uns gegenseitig nur anscheißen. Danke, Kai. Kai hat das auch schon letztes Mal erwähnt, dass ihn das auf die Nerven geht. Ich glaube nicht, dass der Kriegsvormagen auch nur ansatzweise gut ist. Ich glaube, den kannst du verkaufen.
Ja, der Magiefallsturm trifft auf jeden Fall alle. Er meinte damit übrigens hier dieses Ich-Verhalten. Reden im Allgemeinen kannst du ruhig. Darf ich Putt machen? Ja, macht's. Erledige die zwei. Oder erledige sogar alle drei. Nee, töte 20 Gegner mit Feuerwaffen, Schall und Rauch. Doch, treffen tut er alle drei. Achso, Schall. Ja, also, der Schuss war gerade wirklich nur Schall und Rauch. Ja, das ist hey, nicht aber mein, tschüss! Alle töten können, da warst du stattdessen nur zwei gekillt. Ach komm. Oh. Nö. Ich bin aber der Meinung, man muss dodgen. Nix, tschüss. Immerhin habe ich zwei in den Tod gesetzt. Mann, Shining, lern treffen. Ja, mal ehrlich, lern treffen. Ich versuch's. Ja, ja, hier neben. Oh, geile Schuhe, die gehören zu meinem Oberteil. Um Gottes Willen! Zani, mach mal endlich wieder ein paar Bomben. Habt ihr mir die Schuhe direkt angezogen? Ja. Ja, ich hab sie direkt angezogen. Mein Ausweichen wert. Wenn ich jetzt noch getroffen werde. Ja, mach lieber die zusätzliche Aktion und hau einfach direkt zwei Explosionen rein. Ich guck, dass ich direkt beide Grobiane umlege, im besten Falle. Wären die zwei Feuerexplosionen dann nicht besser? Oh, er hat eh Geduld. Ja, wäre wahrscheinlich wirklich so. Aber triffst du sogar. Den einen kriege ich tot, wenn ich jetzt dran bin, zumindest. Ich bin dran, oder? Ja. Ja, du bist auf jeden Fall als nächstes dran. Der hat so mit reingeschissen. Den rechten, ja, du müsstest eigentlich beide, weil physische Abwehr juckt dich eh nicht. Du kannst sogar alle fünf treffen. Weil du hast einen Flächenangriff. Du musst aber auf den hinteren zielen dann. Oder dort. Oder auf den vorderen, ja. Ich kann auf alle angreifen, aber ich kann nur einen von denen töten, das meinte ich halt. Ja, ja. Oder ich kritte. Als ob du einen. Okay, auf den vorderen Grobian brauchen. Den vorderen Grobian können wir komplett ignorieren, der stirbt eh am nächsten Brand. Ja, wenn er angreift zumindest. Den können wir halt ignorieren. Kai, die wollen uns unbedingt verwirrt sehen. Du bist auch gerade echt hier hart am Ausweichen mit deinen 33 Shining. Ich hab nicht mal irgendwie drauf gebildet und hab's trotzdem. Ich mach einmal einen Gruppenheal. Naja, ich bin eigentlich auch nicht wirklich gezielt drauf gegangen. Die Rüstungsteile sind halt einfach besser für mich, die Ausweichen haben. Weil da halt die Werte drauf sind meistens. Du bist übel gezielt auf Ausweichen gegangen. Ja, aber da sind auch großteils Werte drauf, die ich sonst auch noch brauche. Ja, der Grobian stirbt so oder so. Ja, ja, der Scharfschütze stirbt auch am Feuer. Also kann ich auch. Wow, okay. Du hast es geschafft, mit allen drei reingeschissen. Geht schon, Dunk. Na, kannst du eigentlich beide mitnehmen? Du hast wahrscheinlich wohl die Kanonenkugel vergessen, kann das sein? Scheinbar. Huch, ich glaube, ich habe was beim Nachladen vergessen. Ich sag's ja, Schall und Rauch. Nee, okay, die 16, die nehme ich mir jetzt. Ja, ja. Und noch mehr Wissen. So ein Overteil habe ich doch, glaube ich, schon, oder? Ja, genau, das gleiche. Ich nehme mir auch. Habe ich genau das gleiche? Ich will gerade wissen, ob ich genau das gleiche habe. Ja, ist nur ein besserer. Das wäre theoretisch besser, vor allem auch mit deutlich mehr Verteidigung. Hab sie schon gegeben. Tani, ihr hat eh das Fokussieren. Ja, ja, genau. Ich meine, das macht nicht allzu viel. Das wäre theoretisch. Ich bin mit meinen Schuhen ganz okay zufrieden. Ich nehme es allein schon. Ich nehme es allein schon wegen den Resistenzen. Naja, und LP-Regeneration ist auch nice to have. Einfach um passiv noch ein bisschen zu heilen. Das ist wahr. Das habe ich ja durch mein Oberteil so schon ein bisschen gehabt und jetzt noch mal ein bisschen mehr. Puh, das war knapp. Viel mehr hätten wir nicht aushalten können. Doch, eigentlich schon. Was für ein Spiel treibt Rosemund hier eigentlich? Dieser Aufbruch von Chaos passt eigentlich viel zu gut. Wir können da jetzt auch instant einkaufen gehen, ne? Ist eine Stadt immer noch. Ja, ich bin dran. Und dann eine Quester.
Eventuell, ja, wir dürfen endlich mal auch wieder eine Quest annehmen. Chaos-Reduktion. Wir können die Gegenstände angucken, aber Chaos-Reduktion ist auf jeden Fall das Beste, was wir nehmen können. Genau, guck trotzdem mal durch. Die Gegenstände will ich auf jeden Fall angucken, aber ich... Das wäre auch geil für Kai, dann hätte er endlich mal eine gute Nahkampfwaffe. Ach komm, meine Axt ist doch geil. Mit der mache ich sicher Schaden und die hat dann, glaube ich, sogar einen höheren Schadenswert am die Ende. Die Axt hat ein bisschen höher als das Schwert in der Tat. Ich glaube, 5 mehr oder so. Wie viel Gold ist egal? Gold ist eigentlich relativ irre. Gold ist egal. Ja, nee. Genauso die Gruppen-EP, die ist genauso egal. Wolltest du doch gerade was gucken? Ja, was die so an Fähigkeiten hat. Alles einzeln. Heftiger Feuerstreich würde gut Schaden machen, aber das war's dann auch. Es hat auch noch das Entzünden. Und Bluten. So, was haben wir denn bei den anderen Gegenständen? Den herrlichen Frosthammer? Ja! Yo, wie sieht der denn aus? Du hast ja auch einen Angriff mit Radius-Damage. Aber der ist tatsächlich schwächer als die anderen. Gefrieren und Benommenheit einfach bei allen. Und eine gute Knochenpfeife. Na gut, auf die immer geschissen. Was macht die? Wenn du dir ein Kraut gönnst, dann wird auch dein Angriff erhöht. Wenn es permanent wäre, ja, sonst nö. Also der Frosthammer wäre zwar ganz schön, aber ich wäre trotzdem für die Chaos-Reduktion. Ja. Ja. Ja, das ist besser. Auf jeden Fall. Wir müssen guck mal, das ist sogar direkt neben uns. Entspannt. Direkt neben uns. Wen würde ich alles mitziehen? Warte, guck doch erst noch, was im Laden ist. Guck doch noch erst, was im Laden ist, bevor du weitergehst. Kannst sogar noch meditieren. Meditieren raubt dir nicht die Runde. Ich würde aber theoretisch euch alle mitnehmen in den Kampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, ja. Das Herbarium, das kaufe ich mir gleich auf jeden Fall. Damit die Chance hält, dass ich kaufe. Ich glaube, ich weiß, was ich mir hole. Ja, aber nutzt das erst bitte, wenn wir den Charakter gefunden haben. Ich habe einen Bogen, der basically ähnlich ist. Ich glaube, er macht ein bisschen weniger Schaden, aber ansonsten... Den du hast, macht nur ein bisschen weniger. Schild ist auch... Nö, braucht man nicht. Das Herbarium, das rentiert sich bei mir halt, wenn ich durchgehend dadurch mehr in Gottesbarte kriege, kann ich uns immer und immer wieder heilen. Allein deswegen will ich mir das kaufen. Nee, da ist, glaube ich, nichts wirklich Nützliches dabei. Das wäre an sich... Ich könnte ein besserer Handschuh für Kai sein, kann ich ja gleich vergleichen. Das wären auch bessere Handschuhe für mich. Basically, wegen mehr Angriffsschaden. Ich habe auf meine Hand schon Angriffsschaden ein bisschen drauf. Ich nicht. Heilige Scheiße, habe ich viel Ausweichen. Kannst du so mal bitte den Charakter finden, den wir suchen? Nö. Wahrscheinlich. Das wäre sehr hilfreich. Wir wissen ja aktuell noch nicht, ob ich den überhaupt finden kann. Okay, ich glaube, ich kann ruhig erst zur Stadt gehen und dann immer noch zu dem Typen hin. Ja. Das heißt, die Locken behalte ich mal wirklich, weil die echt viele Immunitäten geben. Die Schuhe können weg. Kompass behalte ich natürlich. Den Stock? Den behalte ich, falls ich mal wirklich auf physischen Schaden gehen muss. Ich merke tatsächlich langsam, ich glaube, der Feuerstab wird so langsam outdated. Ich hätte gerne mal gerne eine bessere Waffe. Ich kaufe das Herbarium und schaue es auf instant aus. Ich hatte ja eine bessere Waffe, aber dann kam Lucky um die Ecke und sagte, nee, Bruder. Ey, ich könnte dasselbe behaupten. Der dachte sich, nee, Bruder, kriegst du nicht, ist die meine. Die nutze ich in der Hoffnung, ihn damit eventuell auszudecken. Ich send mir das einfach mal hier komplett ins Blaue hinein. Hätte ja sein können, dass er da eventuell gammelt. Wirklich? So, jetzt gibt's aufs Maul. Mit dem Herbarium habe ich jetzt zusätzlich nochmal die Fähigkeit hier, dass ich öfters mal ein Kraut kriege. Den Messing-Kompass gebe ich dann einfach mal an Sunny weiter. Weil das Herbarium ist bei mir wirklich gut ausgerüstet. Ja, und Kai kann damit nicht so viel anfangen mit seinen 3 Bewegungen pro Runde. Ich auch nur 4. Ich hätte es ja auch, ich hätte es jetzt sonst, ich hätte ja gesagt, ich gebe es Kai, aber Kai kommt irgendwie nie ein Feld vorwärts. Ich laufe euch ja nur hinterher.
Ja, du läufst einfach dahin, wo ich schon entdeckt habe. Alter, gib mir auf den Sack, dass ich gerade keinen Fokus habe. Kannst ja in der Stadt gleich auffüllen gehen. Das. Aua. Autsch. Wir haben alle keinen Fokus. Au, ich wurde verlangsamt. Nein! Ach du Kacke! Von der Rüstung her siehst du aus wie so ein Elfenkrieger, Akaya. Ja, ne? Ein bisschen. Ja, der Magiefall stellen wir jetzt gerade richtig gut. Ja. Da komm ist schon, Crit. Nope. Kommt man, die haben auch ein Ausweichen geskillt wie du. Oh oh. Gute Herkunft. Niemand darf in Ausweichen skillen, außer mir. So. Die Gegner dürfen nicht. Mach Kaboom! Kaboom! Nimm also den trifft auch den dahinter. Kai hat irgendeinen Fluch auf sich. Ach, er hat Gift auf sich. Ihr müsst eventuell gleich mal zum Heiler. Nee, ich hab einen Ginseng, das gebe ich dir gleich. Also das kann ich dir erst nach dem Kampf geben, aber ich kann dir das gleich geben. Och, das ist ja nett. Hier, nimm. Geil, nehm ich. Nimm Sunny. Naja, Sunny hat schon den AP auch gerade am nötigsten. Ja, Glück. Das ist wahr. Ich finische den hier jetzt off. Ich hoffe halt, dass mein Ausweichen so langsam mal zeigt, was ich kann. Geh mal mit der Feuerexplosion rein. Oder auch nicht. Okay, ich mach da gleich die Feuerexplosion rein. Ich wollte einfach nur, dass er gleich safe stirbt. Weil irgendwie funktioniert das Ausweichen auch nur so halb. Nee, den dahinter kannst du nicht haben, wir sehen, habe ich auch schon versucht. Ach ja. Na gut, dann mache ich zumindest den dahinter auch Damage. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich meine, ist der Nahkämpfer. Ja, genau, geht auf den. Gefährlich. Genau, geh auf die Vogelscheuche, richtig so. Oh oh. Ich will mal, dass die auf mich gehen. Alle ausgewichen außer der Vogelscheuche. Ja gut, die Vogelscheuche kann auch nicht ausweichen. Oh oh. Der kann einfach nicht treffen. Um Gottes Willen. Akaya hat gerade gefressen wie sonst was. Au. Guck, das war gut, dass ich das Oberteil bekommen habe. Sonst hätte ich mehr damit gefressen. Was ein schwacher Angriff von dem Dude, Alter. Ich hab den einfach ohne Probleme geblockt. Und sowas nennt sich Hexenmeister. Ha! Lächerlich. Amateur nennt sich sowas. Auf jeden Fall. Ich meine, der hat mir auch nur 27 Schaden gemacht. Hätte ich anständig getroffen, wären beide weg gewesen. Aber ich glaube, den Kraken tut mehr wie jetzt der Hexenmeister. Der Kraken. Glaube ich auch. Hallo, den Kraken, das ist so gesehen Secret End Boss. Den musst du auf Level 9 bekämpfen. Du kannst den anders nicht besiegen. Ja, den werden wir aber fighten, nachdem wir hier mit der Story durch sind. Geh lieber auf die zweite. Nach der Story, der wird, wenn wir spätestens irgendwie übers Meer fahren, wird er uns so oder so begegnen. Der hat genauso viel Widerstand wie Defense, das ist halt, ich würde eher auf die zwei Goblins gehen, dass die weg sind. Dass die gleich nicht angreifen. Doppel-Heat! Doppelter Heat einfach! Kann man eben mehr auf gucken, wo die hingeflogen sind? Ich würd gerne ein bisschen Einzelteile haben. Ich hab aktuell nicht die Beobachtungsreichweite, ich kann sie leider nicht entdecken. Ich würde gerne so ein... Kai, du willst gerne also ein bisschen Trophäen sammeln? Wo so ist mein Ausweichen, Junge? Ich hab 62! So ein paar Goblin-Füße sind doch schöne Trophäen. So schön so als Kette, so schön an eine Kette hängen und dann um den Hals. Ja, das stelle ich mir geil vor. Als ob. Die hängen nicht um das Auslaufrohr von der Kanone, damit die sich dann schießen. Kann ich die Vogelscheuche mitteilen? Nö. Ich bin schon irgendwie merkwürdig. Okay, wenn das jetzt komplett reinfällt, dann ist Kacke. Weg mit dir! Der hatte, nur noch eine LP, der hatte nur noch eine LP, deswegen hätte ich mich dann zugeschissen. Es wäre nicht klar gewesen, wer hat noch Kai, der noch was hatte, also ist noch ein Angriff. Okay. Sind das bessere Schuhe für dich? Im Prinzip das ja. Das ist ein Gefühl so. Quasi die Handschuhe, die ich gerade anhabe. Ein bisschen mal Menschenrobe. Das musst du gucken, das ist auf jeden Fall was für dich und für mich. Ich verliere zwei Rüstungen. Nee, du verlierst nur. Du verlierst nur, abgesehen von deinen Intelligenz. Ich bekomme Vitalität und Intelligenz dazu, aber Vitalität bringt mir nicht so viel. Deswegen. Die bringt keinem von uns was. Nee.
Nimm du die mit Schein, dann kannst du sie gleich verkaufen. Ach nö, hallo Mimik. Ich öffne. Ich sehe doch schon die Mimik. Nope. Das ist besser als dein jetziges. Das ist, glaube ich, einfach der bessere Spiegel. Ja, nochmal was nicht. Zum Verkaufen. Nochmal was zum Verkaufen. Widerstand. Plus der Widerstand ist nicht so viel. Ja, zwei Widerstand sind echt nix. Wir müssen aber mal ich war einmal beim Händler und habe einfach so gefühlt alles Gold verloren, was ich hatte. Kai, bist du noch in Reichweite? Ja, ich müsste neben dir stehen. Dir wollte ich das Ginseng geben. Dann kannst du dein Gift loswerden. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass wir irgendwie mal gucken sollten, dass wir wieder HP an Land ziehen. HP? Du musst HP suchen. Revives meinte ich. Ja. Das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Doch. Doch? Auch über Quests und Glück übers Finden von irgendwelchen Sachen. Also der Plan wäre eventuell mit dem Brunnen erstmal ein bisschen nach unten zu reißen. Da ist übrigens dein Nachtmarkt, den du die ganze Zeit erwartest. Ja, da werde ich gleich auf jeden Fall hingehen, aber erstmal muss ich hier trotzdem einmal... Wobei, wenn ich zum Nachtmarkt düsen sollte... Nee, Zauberhändler! Ja, aber der Nachtmarkt... Da muss ich gleich hin, nochmal schnell. Ja. Der Nachtmarkt, der ist ja dort, wo das Portal ist. Da wäre für uns beide eine Waffe mit drin. Da muss ich auf jeden Fall hin. Kannst du für mich dann auch direkt mit der Waffe kaufen? Weil es da gute sind. Das sollte sich einrichten lassen. Wie wär's? Ich nehme den Blitzzepter und du nimmst den Eiszepter. Das Grimoire, das habe ich gerade gesehen. Was zur Hölle ist Spannungsaura? Der Blitzzepter, der kann sogar Angriff von uns erhöhen. Du hast da die Fähigkeit, unseren Angriff zu erhöhen, Mist. Angriff. Spannungsaura macht genau dasselbe, okay. Spannungsaura macht das für die Gruppe und der macht, glaube ich, Einsatzziele. Ah, okay. Wirklich was Interessantes hat er jetzt nicht für mich. Es ist ja auch ein Magieladen. Also, Sunny, ich habe gehört, du kaufst uns beiden gleich hier einmal einen Zauberstab. Weil ich habe kein Geld. Mach ich. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Geld hat. Für dich ist da noch gar nichts. Ich weiß, ich will aber eigentlich beim Nachthändler noch einmal vorbei. Das ist kein Nachthändler. Hier unten war doch irgendwo einer, oder nicht? Nee, der war ganz am Anfang, wo wir gespawnt sind, da kommst du jetzt so schnell nicht mehr hin. Also der Plan wäre, mit dem lockenden Becken da unten zum Sumpf wieder zu reisen und von dort aus würde ich ein Portal öffnen. Also ich könnte theoretisch das lockende Becken hierher nehmen und dann wäre ich in der Nähe des Nachtmarkts, aber... Da kommst du gleich nicht hin, bis der Nachtmarkt wohl... Wir können ja gleich erstmal gucken, wo der Banditenkönig aufschlägt. Das Problem ist, du hast halt nur 80 Gold. 80 Gold reicht nicht, um dir beim fucking Nachtmarkt zu kaufen. Ich habe aber auch noch einiges zum Verkaufen. Vergiss nicht, dass die Preise auch gleich steigen. Ja. Oh, true. Oh nee. Deswegen gehe ich jetzt einfach verkaufen und Nachtmarkt wird nichts wegen Banditenkönig. Ich kaufe da bestimmt nichts bei teuren Preisen. Ich finde das aber weniger ätzend als das, was Lucky gemacht hat. Ja. Wenn wir wenigstens das Zeug von ihnen hätten holen können, dann wäre das ja noch irgendwo geil auch gewesen. Aber der hat uns ja wirklich alles... Ich habe einen wesentlich besseren. Also der hat uns ja wirklich die besten Items, die wir hätten haben können, einfach weggenommen. Ja, aber hier, ich habe halt quasi genau die gleichen Schuhe. Er hat mir den fucking Stab genommen, der den Todesstrahl hat. Den fucking Todesstrahl! Mit dem ich irgendwie 120 Damage verursachen kann. Ja, du hättest damit jeden eigentlich one-hitten können. Ah, das regt mich auf. Mann, die schwarze Katze, die behalte ich, weil Glück ist Glück. Ja, kann man mal nutzen, eventuell irgendwann. Wenn es irgendwas gibt, wo ich Glück brauche, weiß ich, dass ich die schwarze Katze hab. Na, hoffentlich, dass du es noch zum Zauberladen schaffst. Safe wirst du das vergessen. Komm lieber hier oben Richtung Becken. Also vom Sumpf aus werde ich nochmal ein Portal öffnen, was nach unten geht. Ich weiß nicht mehr, wo der Sumpf gerade ist. Guck mal, wir müssen in die Richtung. Der Banditenkönig herrscht und verruhlt über das Geld. Und ich werde ihn hinten ausbluten lassen. Niemand kann sich meine Gunst erkaufen, aber sie können es gerne versuchen. Ich erinnere mich, dass das eigentlich deiner war, Kai.
Ja, ich hab's auch gerade. Also, wir können uns die Gunst zwar nicht erkaufen, wir können uns sie aber erprügeln. Okay, ich wie weit reicht dieses Portal denn? Ist die Frage. Keine Ahnung. Okay, nicht besonders so weit. Irgendwie ist da gerade. Würde ich das Portal von hier aus ungefähr nutzen, dass wir in die Richtung kommen? Wird das unten am Fluss setzen und dass er mit dem Portal über den Fluss springen können? Also zuallererst wollte ich die Schuhe hier gucken. Ausweichen ist zwar höher. Ja, das sind ja, eigentlich ist immer ein quasi die. Die gleichen Schuhe, die du schon hast, nur in etwas besser. Und Widerstand und ist das. Mit weniger, weniger Immunitäten allerdings. Ich sehe das eher andersrum, in schlechter. Ich habe nur gesagt, von den Werten her. Um Gottes Willen! Ach, bitte was? Du Heilige. Okay, bitte also was? Die Zauberstäbe kauft ihr wohl nicht. Also, wir können sie uns noch leisten, aber wir sollten eventuell vorher den Banditenkönig verkloppen. Den verkloppen wir nicht. Bleibt der Zauberhändler bis dahin, das bezweifle ich nämlich. Nee, wir müssen den Banditenkönig erst verkloppen, bei den Preisen, da kann man nichts kaufen. Ja, aber bis dahin ist der Zauberhändler wahrscheinlich weg und ich und Sunny brauchen wirklich dringend mal eine bessere Waffe. Auf jeden Fall. Obwohl das jetzt nicht so viel besser ist bei mir, du hast ja eigentlich denselben Stab. Es werden zwar 4 Schaden bzw. 8 Schaden mehr, na gut, damit kann ich jemanden den Angriff erhöhen. Ich kaufe zumindest den Blitzzept und lege ihn auch instant an. Was Scheiße, ist alles teuer geworden. Der hat mal eben die Preise verdoppelt. Wie war das? Der wird schon nicht so schlimm sein. Wir haben das nie gesagt, dass er nicht schlimm sein wird. Ich habe einen toten Lotus gerade bekommen. Immer noch angenehmer wie der. Ihr habt gesagt, Lucky sei schlimmer gewesen. Finde ich nicht. Als wenn ich irgendwie hin und wieder mal irgendein random Item bekomme, finde ich es wesentlich weniger schlimm, als wenn man krasse Items, die gerade im Shop sind, nicht kaufen kann, weil der Banditenkönig da ist. Na, ja, dann kauft ihr auch noch eben schnell hier besser das Eiszepter, dann hast du auch nochmal Überlegt mal, wenn dort jetzt ein Artefakt-Zauberstab drin gewesen wäre, der irgendwie 30 Damage oder noch mehr hat. Den der beste Zauberstab hat uns sowieso Grabschi schon weggenommen. Der mit dem fucking Todesstrahl, der hätte wirklich mindestens das 5-fache an Schaden, was unsere Zepter jetzt hätten. Ja. Kauf dir auch, warte, du hast auch eine Portalschriftrolle, die du kaufen kannst. Mach uns den Weg leichter. 92, Alter. Wir müssen schnell zum Banditenkönig kommen. Ja. Der muss weg. Den kann ich aber, glaube ich, verkaufen. Ja, dein Eiszepter hat auch Explosion. Ich habe eine Explosion auf meinem Eiszepter, so passt das, ja. Also der Banditenkönig, der muss sowas von weg. Ja, dann. Ich glaube, du hast sogar eine wesentlich höhere Reichweite mit dem Portal als ich. Vielleicht reicht es. Ja, mach doch das Portal. Du bist zum Fluss und ich mach dann vom Fluss aus bis nach da unten. Du meinst jetzt hier hin? Nee, ganz unten links. Ach so. Ich meine hier. Du meinst hier hin, basically. Und dann würde ich ein Portal von hier so weit wie möglich nach da unten setzen, in seine Richtung. Jetzt warte, wenn wir erst hier runtergehen und dann, dürfte ich die Steinstatue da nehmen? Die ist schon benutzt. Ist sie? Also, obwohl, wenn du die meinst, die nicht. Wenn wir erst hier hingehen und dann, den... Ich hab's nicht, als habe ich erstmal den Maustaster gedrückt. Also wir müssen, glaube ich, auch sowieso in seine Richtung noch, allein deswegen. Ja, das ist, guck mal, das ist direkt daneben. Wir müssen so oder so in die Richtung. Ja. Dann würde ich aber sagen, wir gehen erstmal runter zum Fluss und machen dann da das Portal über den Fluss. Der Banditenkönig muss sowas von verrecken. Die Frage ist, wie viele verschissene Geise gibt es? Mit den Preisen können wir doch nicht mehr leben. Nope. Ja, so weit wie möglich nach unten. Wir müssen den jetzt ins Verkloppen, sonst können wir natürlich wieder was kaufen. Der ist schlimmer als Dagobert Duck. You're not wrong, I guess. Ist schon ein geiler Sack, hast schon recht. Ja. Dann lege ich aber auch mal so lange wieder den Kompass an, weil wir haben da viel auf dem Weg zum Erkunden. Ja, ich muss meinen Kompass auch gleich nochmal wieder anschmeißen. Ich habe mich bisher aber noch nicht bewegt. Ja, dich meine ich ja.
Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da was bekomme, aber... Du hast das Gefühl, okay, dass du nichts bekommst. Hast einfach mal den Kai eben kurz abgezogen. Dieses Schwert! Das darfst du, glaube ich, instant weitergeben. Kai freut sich über die Waffen, die du gerade sammelst. Ich will auch eine Waffe. Da hast du eine. Ja! Eine Einhandwaffe. Ich hab doch gesagt, ich behalte das Schild. Warum legst du es nicht instant mit deinem Schild zusammen an? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall besser als der Großbogen. Ich habe jetzt eine goldene Pistole. Und noch mehr Ausweichen. So, dann gehe ich hier nochmal weiter runter. Warte, müsstest Kai noch die Waffen geben, falls du in Reichweite bist. Hatte ich vor. Ist das da links eigentlich ein Dungeon? Nee, das ist ein Heiligtum, was die scheiß Vettel vernichtet hat. Ja, die hat ja auch, glaube ich, leider mein Ausweichen Heiligtum vernichtet. Die hat alle Heiligtümer vernichtet. Es sind, glaube ich, gar keine mehr übrig. Naja, das eine, was kaputt gegangen ist mit Kais Tod, ist übrig gewesen. Also nimm das jetzt nicht komplett rein, scheiße, ist er instant tot. Ihr wart gar nicht nötig für diesen Kampf. Egal, die EXP nehme ich trotzdem. Kai, du kriegst eine bessere Kanone! Müsste zumindest besser sein. Ich glaube, die andere hatte nur so 20 ungefähr. Kannst du ja mal vergleichen. Heißt ja sogar verstärkte Kanone. Ist Kai gerade überhaupt noch da? Sunny ist gerade abwesend. Guck ich gleich nach. Ich habe wieder vergessen, dass ich mich gemutet hatte. Welche... Otto. Welche Worte haben wir verpasst? Wir kommen da nicht... Mann, ich wollte eigentlich zu der Steinstatue, aber... Da kommst du wahrscheinlich drum herum um den See. Wahrscheinlich musst du einmal außen um den See rumlaufen. Naja, wir können da schon irgendwie lang. Ja, jetzt kannst du deine Kanonen vergleichen. Jungs, ich müsste jetzt weg. Ja, dann übernehme ich so lang für dich. Machen eh nicht mehr sonderlich lang. Ich wollte sagen, wir haben auch schon bis 10 gemacht. Hast du eine bessere Kanone bekommen? Gern geschehen. Warte, was? Kai hat eine bessere Kanone? Deutlich bessere Kanone. Let's go! Ja, jetzt kann er sie noch besser wegspringen. Sunny, ich habe eine Pistole bekommen. Jetzt habe ich wieder eine Einhandwaffe. Und ich kann mein Schild wieder nutzen. Das heißt, ich habe jetzt über 60 Ausweichen. Tatsächlich ist die Pistole besser als seine beiden Bögen. Ist halt so. Ich habe vor allem, das ist eine goldene Pistole. Das ist nicht einfach nur eine Pistole. Sie ist golden. Shining, würdest du mich immer kurz kicken dann? Einen Moment. Sobald man mich lässt. Da. Ich will jetzt niemanden reinfuschen, deswegen danke. Ich glaube, ich habe gerade... du hast eine Bewegung dadurch jetzt gerade verschwendet bei mir. Ist doch auch nicht weiter schlimm, der eine Schritt, ey. Komm, was Sinnvolles. Ja, das hättest du früher aufdecken können. Hallo? Beschwert euch nicht hier bei dem Entdecker. Also, ich entdecke schon so gut ich kann. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier und habe schon Schlimmeres gesehen. Aber es tut trotzdem weh. Die Texte wiederholen sich. Das wissen wir. Ich glaube, den Baum geht nicht gut. Gar nicht mehr lesen. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr lesen. Der sagt doch immer das Gleiche. Bin auch fleißig noch weiter nach unten. Ja, ciao. Ich habe einen Vettelfluch gefunden. Oha. Ihr seid alle in Reichweite. Ja, aber das Problem ist, ihr könntet beide. Du kannst den Donnerfalken direkt mit wegnehmen, wenn du nur kämpfen machst. Einfach auf den Donnerfalken konzentrieren. Akaya kann ja sogar safe treffen, wenn er nicht attackiert wird vom Falken. Ja, weil ich habe nur einen. Ja, wenn er dich angreift, triffst du ihn trotzdem nicht. Dann blockt, sehr schön. Ich hätte auch bestimmt ausweichen können. Vom Prinzip her, wenn es perfekt. Wenn es perfekt trifft. Tschüss, du Mistvieh. Den anderen, den kann ich nicht wirklich Schaden drücken. Der hat nur 6 Rüstung, das schaffst du. Außerdem hat der Frost, das macht sein Zeug geringer. Vor allem, ich habe hier einmal Explosion.
Warnschuss? Und Warnschuss. Und entzünden der Schuss. Was macht der Warnschuss? Ich glaube, der delayt den ein bisschen. Ich glaube, der schickt den einfach ein bisschen zurück in der Runde. Mit dem entzündenden Schuss kannst du ihn in Brand stecken? Du kannst eine Linie in Brand stecken? Ich weiß nicht, ob das AOE ist. Es ist ja Linie. Linie ist ja wohl safe AOE, das ist er ja sogar. Ja, Linie von 3. Und auch Linie von 3. Das ist eine kleine Kanone. Ich hab halt wirklich einfach eine Mini-Kanone jetzt. Nur, dass es nicht das Feld dahinter angreift. Kai, bist jetzt nicht mehr der Einzige, der Kabum macht. Der einzige Unterschied ist, bei Kai trifft es auch das Feld dahinter. Ja, bei jedem nur 3 Felder vorne. Dafür treffe ich ziemlich wahrscheinlich. Das stimmt, Kai hat 3, du hast 1. Das stimmt schon. Ja, und was ich an Top noch oben drauf habe, ist 8 Ausweichen wegen meinem Schild, weil ich das endlich wieder nutzen darf. 8 Ausweichen 61, Ausweichen meinst du wohl? 8 Ausweichen von dem Schild an sich. Ich habe nicht gesagt, wie viel jetzt irgendwie insgesamt, sondern nur, wie viel ich das Schild habe. Die hast du sogar gerade eben verkauft. Ist halt echt so, den habe ich eben verkauft, was soll ich damit? Keine Ahnung, verkaufen. Gut, verkaufe ich dich halt nochmal. Aber das Problem ist, ich glaube... Ja, also ich bräuchte, wenn ich die Statue holen soll, im Portal dahin. Gaias Kreuzung. Warte mal, lass aber vorher den Laden prüfen, bevor du reingehst. Warum sollte das da nicht sein? Ja, da kannst du es dir auch kaufen. Yay, das ist ein doppelt so teure Boot. Hauptsache, wir kommen schnell voran. Ich will für heute auch irgendwann mal Schluss machen. Und damit bin ich wieder stolzer Besitzer eines Bootes, was ihr kaputt machen werdet. Ey, wir haben dir das Geld drüber gegeben. Ein Großteil davon war trotzdem von mir. Keine Ahnung, ob ich euch da jetzt reinforcen kann. Hat gerade eben noch auch funktioniert. Guck, Gruppe mitnehmen. Nee. Doch. Muss aber trotzdem in der Nähe sein. Okay, dann bewegen wir uns in deine Richtung. Dann kannst du uns gleich einfach einsammeln beim Vorbeifahren. Hauptsache, wir kommen schnell voran. Ganz ehrlich. Du kannst ihn einsammeln. So kommen wir jetzt voran. Vor allen Dingen, ich glaube, die beiden Kompasse zählen dann gleichzeitig. Also wir decken deutlich mehr auf. Junge, jetzt sind wir einfach der Erkundungssquad. Ja. Dafür ist das Boot eigentlich auch hauptsächlich gedacht, dass sich das so dann stackt und man die dann besser finden kann. Und natürlich, dass man als Gruppe besser vorankommt. Jetzt brauchen wir noch weitere Kompasse. Hier führt wahrscheinlich... Wir müssen wahrscheinlich hier straight up nach unten, würde ich jetzt sagen. Was meint ihr? Ja. Folge der Straße. Ich beschleunige die Scheiße hier ein bisschen. Naja, und wir werden im Laufe des Zeitraums, wo wir da runter gehen, wahrscheinlich einmal ein Reparaturkit reinprügeln dürfen. Gut, dass ich eins mit hab. Ja, und wie gut, dass wir es gekauft haben, bevor er gesagt hat, so, alles kostet jetzt doppelt. Find mal ein paar mehr Goldwurzeln. Du hast auch eine zur Not. Endlich, er kann sich auch mal nicht bewegen. So wirklich. Naja, weil es auch Wahrnehmung ist und Talent. Und Talent gibt irgendwie nicht so viel. Du hast 81 Talent, also... Ja, aber Talent gibt nicht so viel Bewegungen wie Geschwindigkeit. Ah, da hast du deine Steinstatue. Ja. Obwohl ich sie gerade am ehesten bräuchte. Naja, mir ist es relativ egal, wer die nimmt. Ich hätte nur die da oben gerne gehabt für den Fokus. kann ich noch. Ja, ein Feld hast du noch. Komm, bitte, find endlich den Charakter so. Da ist die andere Stadt. Beim Felsental. Die können wir dann direkt gleich mitholen. Komm, lass mal an einen Ort. Felsental, das dürfen wir ihn nicht durchgehen lassen. Tour der Waffen! Dann zeigen wir diesem Ungeziefer, was passiert, wenn man sich mit uns anlegt. Aber theoretisch müsste dort ja auch jetzt wieder ein Katapult sein, oder nicht? Irgendwo in der Nähe müsste eins sein, ja. Ich nehme das mal. Obwohl, ich würde es eher Sunny gönnen, weil der hat auch mehr Fokus als ich. Und jetzt ist er Level 7, der Knecht. Weg mit dem Penner! Ja, weg mit dem Penner, weg mit dem teuren Preisen. Teure Preise sind inakzeptabel. Nee, das war Kais.
Es war ein großer Fehler, den Banditenkönig herauszufordern. Du wirst deine Arroganz mit Blut bezahlen. Können wir kurz festhalten, im vorherigen Kapitel war der Kapitel Endboss. Und jetzt ist er hier einfach ein Miniboss. Wenn sonst nichts ist. Wolltest nur anmerken. Heimlich im okay, wir wollen nicht. Wir wollen nicht nebeneinander stehen. Ich kümmere mich um die Hinteren. Heilige Mutter Gottes. Um Gottes Willen hat er viel Leben. Ich kann mich nur um die Hinteren kümmern. Die Vorderen sind nämlich physisch. Da kann ich nichts machen. Kannst du einen Warnschuss machen? Eventuell? Du streckst die Bälle im doch, mach auch mal vorne. Bye bye. Okay. Mag mich einer beleben? Ich heile dann auch instant. Ich weiß nicht wie. Ich hab noch nie jemanden belebt. Kai belebt mich gleich einfach. Kannst mich ruhig hinter dich setzen. Die wollen auf mich? Wie gut, dass ich in 73 Ausdauer investiert habe. Ja, einen Verbündeten wiederbeleben. Stell dich jetzt einfach mal hinter mich. Ja, besser ist. Sonst ist unser Heiler direkt wieder tot. Ja, ich heile uns da dann auch direkt. Im Fall der Fälle brauche ich, wenn ich Glück habe, ja keine. Guck mal, du hast eh ein Schild vor dich bekommen. Jetzt brauche ich sie eh nicht, die Heilung. Du hast volles Leben, du brauchst sie so oder so gerade nicht. Ich weiß, aber selbst wenn ich aufs Maul bekomme, die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus... Oh, erhöhe bei mir. Ja, ich erhöhe allein deswegen, weil du die ganze Truppe safe triffst. Naja, den Banditen und so, aber... Nur den da nicht! Kai, beschütz mich! Junge, ihr habt echt wenig Schaden gefressen von den Banditen. Komm, ich hab 26 Death. Ich muss das aushalten können. Ja, wahrscheinlich hat auch nicht viel mehr Schaden gefressen. Dreck die weg! Ich hab deinen Angriff erhöht. Ach, du musst auch nachladen. Egal, wie gut, dass es eine sekundäre Aktion ist. Junge, wie viel Schaden? Gern geschehen. Mach die weg. Entzünd ruhig die Felder. Nee, mach lieber auf die mittleren Banditen, dann sind alle drei weg. Die sterben ja auch am Feuer. Und der geht aufs letzte nicht brennende Feld in der Ecke. Ich habe das geblockt. Das kam von oben. Wie? Ach, komm! I guess, das ist auch einer meiner Vorteile. Dadurch, dass ich jetzt eine Einhandwaffe habe. Brave Vogelscheuche. Ich habe jetzt einfach doppelte Chance, dass ich nicht getroffen werde, weil entweder weiche ich aus oder ich blocke. Kai, ich glaube, als nächstes erhöhe ich deinen Angriff. Panzerknacker solltest du auf den einhauen, auf den Banditen. Den gepanzerten Banditen, den macht ihr gleich mit der Magie. Den Banditenkönig meinte ich. Macht ihr mit der Magie kaputt. Dem Banditenkönig, dem klaue ich jetzt ein Schild. Spätestens wenn der Kaya drauf schießt, stirbt er so oder so. Oh. Okay, ihn erstmal nicht angreifen. Ich weiß nicht, wie lange das gilt. Was hat er aktiviert? Reflektieren. Oh, damn. Das ist die einzige Schwäche von mir mit Ausweichen. Reflektiert ist meine einzige Schwäche. Du kannst dein Ausweichen sogar noch mehr erhöhen, ne? Ich weiß, wegen also, meinem Schild. Ja, weil das ist nämlich nicht... Du kannst Warnschuss machen auf ihn. Das macht nicht, dass er angreift. Außerdem kannst du offenbar beide damit treffen. Junge, ich kann damit ein Sechserfeld treffen. Hast du deinen Angriff nur erhöht? Weiß ich gar nicht. Achso, der Warnschuss, der macht nicht, dass die zurückgesetzt werden, sondern dass dein Angriff erhöht wird. Okay, ich verstehe. Nee. Als ob ich einfach die Möglichkeit habe, meinen eigenen Angriff zu erhöhen. Komm, damit er weg ist. Okay, und du dir erstmal selber nochmal Damage drückst. Aber actually, das bisschen Reflexion, was er da hat, ist gar nicht so viel. Oh ja, Kai, bitte! Mach das auf uns beide hier hinten! Kann nur einen machen. Weil? Nee, das macht auch den Nachbarn mit. Uns drei! Da, guckt euch die Verteidigung... Okay, Akai, ihr kriegt jetzt gar nicht... Akai, nochmal ein Damage-Boost fällt.
Kannst du das Damage-Boost-Feld Damage-Boosten? Er ist nicht immun dagegen, gegen die Fähigkeiten, ne? Gegen welche? Obwohl, der ist gegen das eine immun und Frost hat er eh schon auf sich drauf. Hat er noch Reflektieren? Nee, sieht nicht so aus. Nee, ich glaube, Reflektieren macht nur einen Schuss, okay. Weißt du, was das Problem bei mir jetzt ist? Ich kann nicht auf das Feld gehen. Der muss erstmal nachladen. Ja, eben. Doch, du kannst. Du müsstest eins von den Kräutern haben, das dir Zusatzaktion gibt. Ja, die Nässe. Ja. Ich glaube, du kannst sogar noch den Rum hinterher schmeißen. Ich glaube, der erhöht auch nochmal Werte. Nee, dann wärst du den kompletten Schaden ab. Ja, jetzt kannst du dich da drauf bewegen, kannst noch nachladen. Und kannst ihn ordentlich Schaden drücken. Du hast dich ja sogar noch vorher nochmal geboostet. Und ich habe dich noch vorher geboostet gehabt. Ich mache jetzt garantiert einfach schon 5 Schaden. Normalerweise habe ich ja 0 bis. Kurze Frage: Entzündender Schuss macht ja genauso viel Schaden wie die Explosion. Ja, dann würde ich immer den entzündenden Schuss eigentlich nehmen. Habe ich auch bisher. Der einzige Unterschied ist halt, die Explosion, die trifft wahrscheinlicher. Ah, fuck, ich hätte den direkt angreifen sollen. Ich dachte mir, eventuell kommst du selber drauf. Kai, mach Damage. Mach den weg! Ja. Also, außer dass er am Anfang uns ordentlich gut mitgespielt hat, ist er eigentlich ziemlich schwach. Ja! Ja, Kai, nimm es! Mach nimm den es. Weg! 80 Schaden! 120! Bitte triff! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Ey, 62! Was ist ein Kraken? Dafür ist das ein Zweihänder. Dafür kann okay, ich mein Schild. Kai, du musst nachladen erstmal, ne? Da drücke ich für dich schon mal drauf. Und dann hau ich den entzündenden Schuss hier einfach mal direkt zwischen die rein. Das Gute ist, die haben auch mal echt wenig Leben bekommen. Für das er gerade neu bekam. Und weg. Ja, den letzten. Komm, mach den letzten immer selber mal weg. Also, ich hab richtig Glück gehabt mit dieser Pistole. Das werdet ihr auch sagen, oder? Ja, die ist schon okay. Geil. Jetzt hätte ich ein Angriffsfeld wieder bei mir brauchen können. Oh, hell no. Der reflektiert. Das könnte ja fast weh. Warte mal, wenn ich einen Schneeball mache, denkt er dann trotzdem reflektieren? Ah, der Effekt ist noch drauf. Ja, du musst gleich testen, war es ja wert. Du musst gleich wieder was bei ihm kaputt machen. Oh, er hat sein Schild wieder. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich jetzt einmal das hier. Oder auch nicht. Ich wollte den nämlich eigentlich gerade auf mich lenken, weil ich halte auch ein bisschen was aus. Finde ich ja jetzt gar nicht witzig, dass er sein Schild wieder hat. Ja, und du hast doch eh einen Rüstungsbrecher auf deiner Axt. Das finde ich trotzdem nicht witzig, dass er sein Schild wieder hat. Ich dachte, der ist ja, dein Schwert juckt das Schild actually nicht wirklich. Das ist allerdings auch was. Aber ich habe eigentlich darauf gehofft, dass ich möglichst 3 verkacke. Weil man kriegt immer die Hälfte offenbar zurück. Wenn Kai jetzt noch Fokus hätte, könnte er den fast one-shotten. Er hat doch eine Aralie. Komm her, Axt. Panzer. Ja, okay. Trotzdem 83. Junge, Kai, was hast du gemacht? Warum hast du so viel Schaden? Ich habe einen Angriffsboost in das. Das ist sehr nett. Der mag die Vogelscheuche. Shining, du bist nicht vor mir dran, so wie ich sehe, oder? Nee. Schade, sonst hätte ich nämlich nochmal einen Angriffsbonus haben wollen. Der schippt doch jetzt sowieso. Komm, wenn der Eisblitz jetzt vernünftig durchgeht. Und das geht er, weil er geforst hat. Skins Banditenkönig. Du spielst mit meinen Gefühlen. Besiege den Banditenkönig und versiegle die Banditenhochburg. Ja, okay. Gib ihm. Nimm dir. Ich hab sowieso so viel Rüstung, ne? Gib ihn. Mein Helm finde ich an sich eh besser, weil ausweichen.
Weil überleg mal, das Ausrichten hat mir da gerade so ein bisschen den Arsch gerettet. Hoffen wir mal, dass das die letzte Geise war. Wir sind bei Runde 58 einfach schon. Ja, und trotzdem ist unser Chaos ganz okay, aber wir können nicht mehr wiederbeleben. Ne, wir müssen jetzt hoffen, dass wir irgendwie in der nächsten Stadt eine Möglichkeit bekommen, Leben wiederherzustellen. Ja, dafür müssen wir die da oben erstmal befreien. Einen Moment, bevor du irgendwas drückst. Wir könnten Felsental im Prinzip zwar noch machen, aber das ich wäre eigentlich dafür... Lasst es doch einfach noch kurz machen, oder nicht? Ja. Erkunde aber ruhig noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen hier ein Chaos. Eventuell finden wir ja vorher noch das Katapult. Guck, da ist es doch innen. Nee, das ist ein kaputtes Heiligtum. Vielleicht gibt's ja auch kein Katapult. Bisher gab's aber eigentlich immer eins. Guck. Hast du was gesagt? Vergiss, also, was ich gesagt habe. Ich habe gar nichts gesagt. Dann investier den Fokus aber auch darin, das Ding kaputt zu machen. Ja, zwei sollten reichen. Junge, ich lache, wenn ich jetzt einfach Schaden kriege. Ja, das wäre so random. Nicht nur gewesen. Du. Das wäre wieder so ein typischer Moment für mich, ey. Ja, jetzt kannst du Richtung Felsental. Nee, den Restfokus will ich noch behalten für sichere Zeiten. Du hättest noch ein Feld aber gehabt. Nee, eigentlich nicht, soweit ich weiß, oder? Guck mal auf das hier. Das sind die Felder, die ich habe. Ich weiß. Du hattest noch eine 1 da. So, dann machen wir das hier noch und dann sind wir für heute fertig. Ja. Und dann solltest du auch endlich mal Level 7 erreichen, du Lowbob. Da kommen sie, ich hätte eventuell vorher heilen sollen. Ja, eventuell. Egal, jetzt kannst du Gottes Bart nutzen. Dann heilst du nämlich Kai und Sunny nochmal mit. Ich hätte so oder so mitgeheilt. Hey, die da hinten sind meine. Da Hauptsache, kann ich sie schießen auf. Jetzt nicht auf mich, weil wenn sie auf mich schießen, ich bin endgültig tot. Ja, also kein Schild wäre praktisch gerade. Ja, wenn würde ich den Entzündenden immer bevorzugen. Weil du steckst ja direkt die Felder mit dem Brand. Ja, und einer stirbt definitiv dadurch, also. Hi, beschütz mich. Ding hätten sie ruhig ein Stück größer machen können. Hab ich auch schon gesagt. Wenn das trifft, ist jetzt so irgendwie so tot. Gottesbart. Ich hätte auf Sunny zählen sollen. Eventuell, dann nenne ich ja Kai auch noch ein bisschen halt. Kai hätte es wirklich nicht gebraucht. Draufhauen. Na, bei mir die perfekten Schüsse wollen einfach nicht. Die hinteren habe ich gleich eh so oder so. Okay. Nee, die werden. Mein. Der andere wird auch nach vorne wandern, der will nicht im Feuer stehen. Gut, dass die nichts können. Siehst du? Gammelgoblins. Obwohl, der hat getroffen. Ja, komm, auf wieso weich ich als einziger aus? Du bist unser Tank, du sollst eigentlich Tank und nicht ausweichen. Schieß sie weg. Kaboom. Einer hat überlebt. Nee, hat er nicht. Guck. Ich weiß auch nicht, wovon du redest. Geh weg. Du störst, Goblin. Geld für alle. Rüstung. Kann man mitnehmen? Das haben wir schon mal verkauft. Ja, ist eh unser Bombentyp. Gibt's dann die seine Bomben? Wie lange ist es eigentlich her, dass er das letzte Mal eine Bombe gemacht hat? Keine Ahnung. Schon eine Weile. Ja. Gute also Arbeit, aber ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Noch mehr von denen. Egal. Bombe los! Das hat sie alle verlangsamt.
Wenn Kai jetzt seine Kanone hätte, könnte er instant alle wegschießen. Die vorderen nehme ich mir vor. Bumm. Also jetzt mache ich endlich mal Schaden mit der neuen Waffe. Pow! Ich finde es schön, dass sie mittlerweile einfach nur noch wegfliegen. Yeet. Yeet? Der wollte wohl gerade ein bisschen Buschcamping machen. Scheiß Camper hier immer. Ja, ne? Immer diese Camper im Battle Royale. Das ist glaube ich nie. Letzte Welle! Jeremy! Was? Mhm. Was machst du denn da, Junge? Erst die Banditen und jetzt das? Was will dein Vater nur dazu sagen? Kann ich das in die mal? Was weißt du denn schon, Hildebrand? Du hast doch keine Ahnung, was ich durchmachen muss. Wie es ist, ein Ausgestoßener zu sein. Puh. Die haben übrigens sein Schwert gebufft, wenn man es bekommt. Für so etwas haben wir keine Zeit, Junge. Hier steht ein Leben auf dem Spiel und in meinem Fall wird kein Goblin Amok laufen. Niemand liebt mich, niemand will mich haben. Nur die Goblins, die akzeptieren mich so, wie ich bin. Du, deine erbärmlichen Menschenfreunde, ihr habt keine Chance gegen uns. Er hält sich auch für einen Goblin, kann das sein? Ja, das erkennt man doch an der Sprache. Ja, vor allem, wenn man sich mal die Rüstung anguckt, das ist 1:1 Goblin-Rüstung. Aber er hat perfektes Ausweichen, er hat dazugelernt. Egal. Das juckt mich herzlich wenig. Ja, du solltest dich auch auf den fokussieren, bitte. Die anderen können offenbar eh nicht treffen. In der Tat. Diese Gammelgoblins, ey. Junge, was können die Gammelgoblins überhaupt? Oh ja, entzündende Schuss, wenn du auch den triffst. Der kriegt am Rand. ...33 Damage, das ist not bad. Was willst du eigentlich? Was der will gar nichts. Auf Small will er. Oh, Hilfe! Jetzt Kai, ich bewege mich mal weg, ne? Jetzt muss ich mich verstecken. Hilfe, Verwirrung ist ja nicht toll. Bei dir ist eh egal. Aber wenn so ein Shining verfehlt und mich trifft, das wäre nicht so lustig. Das tut weh. Ey! Der lenkt dich ab? Ich wollte Honey boosten. Tja, ich würde sagen, der gleich in die Gruppe da rein jietet. Ich würde sagen, das hast du davon, dass du ein Magier bist. Kannst dich halt nicht konzentrieren, wenn dich jemand ablenkt. Und wenn du dich nicht konzentrieren kannst, dann kannst du deinen Spell nicht casten. Na, ich bin aber auch irgendwie generell leicht abzulenken. Da ist er. Geh weg, Jeremy. Ich glaube, den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Nee, ich glaube auch nicht. Mich würde es nicht wundern. Ich würde echt lachen, wenn das wirklich der finale Boss werden würde. Du hättest lieber da hinten angreifen sollen, oder hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, damit du die Truppe alle gleichzeitig treffen kannst. Weil der stand ja im Weg für den mittleren. Der hatte aber kein Schild, du hättest den hinteren ohne Probleme auch abschießen können. Du hättest alle vier mit der Eisexplosion treffen können. Das meinte ich. Nee, das ist ja so Flächendamage. Das hätte den anderen getroffen. Den, auf den Akaya gerade gezielt hat, hätte es dann erwischt. Nicht den vorne. Ist Radius, nicht Fläche. Fläche ist besser als Radius-Schaden. Ja, weil dafür ist Fläche aber auch generell niedriger als Radius vom Base-Damage-Wert. Maximum Yeet! Aber ich glaube, ich kann jetzt sämtliche Waffen, die ich aktuell sonst noch besitze, verkaufen, dadurch, dass ich die goldene Pistole habe. Und wenn wir ein Schild mit besseren Ausweichwert finden als mein aktuelles, würde ich es gerne beanspruchen. Brauchst du das eine ausweichen? Nee, ausweichen ist sowieso uninteressant. Das ist genau das gleiche Schild. Ich brauch's nicht, ich bin mit meinem Herbarium mehr als zufrieden. Ich würde zum Verkaufen nehmen wollen. Oder auch nicht. Was sind eigentlich meine Handschuhe? Okay, Angriffsschaden mehr. Nicht mehr, aber gut.
Die würde ich tatsächlich. Ich könnte sie nehmen. Allein schon für die Rüstung. Ja, ich habe Angriffsschaden, bezieht sich generell auf Schaden. Damit hast du jetzt sogar mehr Verteidigung. Ah ja, ist einfach nochmal dieselbe Kanone nochmal bekommen. Also ich nehme es allein für die Rüstung. Ja, nimm sie ruhig. Außerdem habe ich ja noch den Stab zur Not. Und jetzt einmal die Stadt abchecken, was kaufen. Den hatte ich mit dem letzten. Ja, ich glaube, den hattest du. Glaubst du, deine Siege hätten etwas zu bedeuten? Pah, mit der Macht dieses Steins, die mir gehorcht, wird dieser Baum fallen und Farul erzittern. Klappenager, wenn hier einer im Wald bei mir fällt, dann wir Menschen. Im Baum bei Wälder fällt? Okay, bevor wir da hingehen, müssen wir auf jeden Fall erst den Charakter finden. Jetzt haben wir alle genau da, wo wir sie haben wollen. Wollten. Wir können direkt zu euch und den Sack zumachen. Wir müssen diesen Stein in die Hände bekommen, bevor der Morse euch noch mehr Schaden damit anrichtet. Stellt dir vor, was der Widerstand damit bewirken könnte. Und wovon träumt ihr das, Mädchen? Das bringt nichts als Ärger. Wir werden ihn mit dem verleideten Morse euch verbekommen. Das war dein Ende naht, mein blättriger Freund. Dein geliebtes Farul wird sich schon bald der Macht der Goblins beugen. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Oh, von dir bekomme ich Sodbrennen. Könntest du bitte aus meinem Bauch raus und anderen aus Chaos stiften? Als wäre eine Zecke. Ach ja, ist diese verdammten Goblins machen mal wieder Ärger. Und zwar hier, Sumpf. Ich sagte doch, wir müssen da definitiv hin. Befreie drei belagerte Städte. Einen Spaziergang nicht einfach so in... Ja, konnte ich nicht zu Ende lesen. Aber wie gesagt, wir sollten vorher auf jeden Fall den Schaf finden. Der wird wahrscheinlich irgendwo auf unserer Hälfte hier gerade sein. Ich möchte irgendwie auch nochmal einen Kraken wegklatschen, bevor wir von der Map gekickt werden. Wird, glaube ich, nicht passieren. Das kriegen wir, glaube ich, erst nächste Map. Aber das Equipment, was wir haben, ist gerade so strong. Ich könnte mir vorstellen, dass... Da könnten wir eventuell. Apropos Boot, ne? Kai muss das eventuell demnächst reparieren, aber ich mache jetzt mal auch speichern und beenden. In 39 Feldern muss er es reparieren. Wir fahren das Boot fast kaputt und reparieren es dann. Sag ich doch, 39 Felder. Aber wie gesagt, bevor wir zur Ureiche gehen, auf jeden Fall vorher den Charakter finden, den es in dem Kapitel gibt. Und einen Kraken würde ich halt immer noch gerne wegklatschen, aber das wird nichts. Es fehlen ja nur drei. Mal gucken, was wir so alles freigeschaltet haben. Also hier haben die ganzen Goblin-Sachen freigeschaltet. 51 Dinge haben wir halt zum Ausgeben. Rüstung des Banditenkönigs. Sieht schon stylisch aus. Die Eleven-Robe sieht auch stylisch aus für Magier. Lucky Suit. Die Söldner muss man alle finden, gibt jeder einzelne auch einen Erfolg. Da haben wir noch nichts gefunden. Naja, ich würde schon auch gerne durchaus Skin haben wollen, aber aktuell gibt es da noch nicht wirklich was kleidungsmäßig, was ich wirklich Interesse hätte. Und neue Waffen schaltet man auch frei. Oh, Bonbons. Ja, aber lohnt sich nicht so wirklich. Wenn die, vor allen Dingen, die kosten 2 Ausrüstungspunkte pro Ding. Dem Beutel 40 Gold schalte ich auf jeden Fall mal frei. Die Schatzkarte ist auch vielleicht interessant, dass wir früh direkt einfach eine Kiste haben. Wo eventuell geiler Stuff drin ist. Was genau bringt eigentlich der Goldbeutel? Du startest mit mehr Gold. Richtig. Die Anzahl an Dietrichen erhöhe ich auch mal. Da frage ich mich, wofür? Bisher hatten wir da eigentlich noch nicht so viele Sachen, wo wir das wirklich gebraucht hätten. Aber die Bonbons sind eigentlich... Doch, beim ersten Mal hatten wir schon später sehr viele Dietrich-Kisten. Für später ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, da diese Bonbons... Ich finde so, wie das zerrissene Hemd und so weiter, die lohnen sich nicht. Also zerrissenes Hemd, 10 ausweichen direkt, also für mich lohnt sich. Der Schockbogen, eventuell so als Startwaffe für den Waldläufer, also für den Jäger, aber ansonsten... Von dem ganzen Zeug hier von Ausrüstung her unnötig. Die Visionsschriftrolle kann man auf jeden Fall auch noch kaufen. Kostet eh nur 3.
Rest will ich aufbewahren, allein schon für Charakter. Aber wie gesagt, es fehlen ja noch drei. So, ich schmeiß euch dann mal eben kurz aus Parsec raus. Jojo. Und sag an der Stelle mal, dass es das dann jetzt für heute war. Haben ja schon einiges erreicht. Haben viele Geiseln verprügelt. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir auf jeden Fall den Char finden, den man hier finden kann auf der Map. Bis zum dritten Kapitel kann man, meine ich, welche auf der Karte finden. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch das Stream gefallen hat, Abo und ein Like später auf YouTube da lassen. Und Follow natürlich auf Twitch. Und wie immer sage ich den YouTube-Zuschauern als erstes, Schauern der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.